Taritrara, der Stream ist da. Herzlich willkommen hier bei Lurch und Lama. Heute das Lama, der Lurch sitzt zu Hause und ärgert sich am Shop-Update rum, weil nämlich unsere Shop-Software der Meinung war, Buttons verschwinden zu lassen, die wir dringend brauchen, beziehungsweise sie in Beschriftung und Position zu ändern. Also sie sind nicht weg, sie heißen jetzt nur anders und sind woanders. Das finde ich sehr, sehr praktisch, wenn man das in einem Update macht, ohne es zu kommunizieren. Feini, fein. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch. Meine Güte, wir haben jetzt schon einen Hype-Train. What the fuck? Herzlich willkommen. Ja, ich weiß, ich bin albern. Du darfst lachen. Ich sehe mich zweimal und Jan nicht. Du siehst dich zweimal und dafür Jan nicht. Ja. Ist es ein gewisses Maß an Selbstverliebtheit, dass wir hier wahrnehmen können, dass dein Computer automatisch sämtliche Kamerabilder durch dein Gesicht ersetzt? Nein. Nein, das war gemein. Und deswegen fange ich jetzt bei der Begrüßung auch bei dir an. Ich begrüße zu unserem heutigen Teil 3 unseres Freude schöner Götterfunken. Und jetzt sind Kameras ausgegangen. Und jetzt sind sie wieder da, was ich total cool finde, weil ihr jetzt alle an anderen Positionen sitzt. Das ist sehr schön. Ist spitze. Und vor allen Dingen... Haben wir Caroline verloren. Wieso? Aber ich bin noch da und meine Kamera läuft auch, definitiv. Und warum ist einer jetzt doppelt? Und jetzt sehe ich den Thorsten doppelt, das ist auch schön. Thorsten hat Honey vertrieben. Ja. Der Schmerlinger, der will wieder reden. What the heck? Warte, jetzt, das kriege ich alles hin. Wer fehlt denn jetzt? Der. Guck mal, ich bastel jetzt rum. Das ist gut, nachdem ja mein technisch aufwendigster Stream letzte Woche problemlos funktioniert hat, ist doch besonders wichtig, dass der jetzt einfach erstmal voll in die Tonne geht. So, jetzt ist Honey da, wo sie hingehört. Also ungefähr. So. Zack, Honey ist da. Jetzt tauschen Schmerlinger und genau noch die Position. So, als wäre es nie anders gewesen. Wenn jetzt noch einer die Kamera ausmacht, dann raste ich aus. So, herzlich willkommen bei Richard Lava, dem professionellen, technisch einwandfreien Supi-Dupi-Stream. Ah, läuft. Es ist schon viel zu lange alles gut gegangen. Heute hat mir der Lurch noch gesagt, nee, Freitag, das alles ohne technische Probleme, das sind nicht wir. Du musst da was machen. Das war zu perfekt. Am Ende glaubt uns das keiner mehr. Das nimmt uns die Authentizität. Bitteschön, da ist er wieder. Gut. Also, herzlich willkommen, liebe Honey, aka Sonja Rüther, unsere Haus- und Hof-Autorin. Hallo. Dann herzlich willkommen an Gennaro Gorlami, unseren Koch. In diesem Fall gespielt und dargestellt von Jan Rüther, aka Fast Jack, der eben noch gewagt hat, Größe-Witze seiner Frau gegenüber zu machen. Ja, was muss, das muss. Ja, und heute sind wir im Mega-Cat-Content. Hunde und Katzen hatten wir jetzt beide schon. Deswegen herzlich willkommen dem Wichtigsten in diesem Stream, Percy. Ja, Percy sagt hallo. Guck mal da. Hallo, Percy. Und Thorsten, unserem Spielleiter, Mitautoren, Gestalter, Zeichner, Designer, Produzent von Freude schöner Götterfunken.
Und last but not least meinen Klugscheißer im Geiste. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Klugscheißer-Stream. Ja. Der einzigartige und fantastische Cara de Nonso. Oder auch Sauer. Grüß Gott. Oh mein Gott. Wir sind im Slow-Mo. Wenn ihr euch heute wundert über Karadine, der hat seine Kamera nicht auf Slow-Motion gestellt. Der ist Niederösterreicher. Ja, das muss so. Und an der Stelle höre ich mit meinem Geschwätz. Jörn schreibt, Karadine, ich will ein Whisky von dir. Also nicht ein Kind. Deal. Aber ja, und damit übergebe ich jetzt dann auch schon an Thorsten und halt meine Klappe. Ja, wir hatten ja eine kleine Unterbrechung seit dem letzten Mal und um alle wieder so auf Speed zu bringen, frische ich das Ganze mal mit einer kurzen Einleitung auf, die ich vorgeschrieben habe. Mhm. So, und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Präprolog von Freude schöner Götterfunken, also dem Prolog zum Prolog-Abenteuer Operation Strudel. Winter 1916. In Russland überschlagen sich die Ereignisse in den Wirren der aufkeimenden Unruhen. Niemand weiß, was in Petrograd und Moskau tatsächlich vorgeht oder wie sich die Lage entwickeln wird. Mit Einbruch des Winters ist die Front zwischen dem Zarenreich und den Truppen der Mittelmächte verhärtet und allmählich erstarrt. Trotz Hunger und Kälte eine willkommene Verschnaufpause für beide Seiten. Alle warten auf Neuigkeiten und auf wärmere Temperaturen. Doch völlig unvorbereitet wollen die Kommandanten des Infanterieregiments Albrecht Ritter von Dachsbeck Nummer 208 nicht in die Frühlingsoffensive gehen. Auch die Russen in diesem Frontabschnitt sind scheinbar nicht völlig im Winterschlaf versunken. Daher wurden nun Späher ausgesandt, die Lage zu erkunden. Und wo große Spähtrupps aus den besten Soldaten des Kaisers im Einsatz sind, da ist auch des Kaisers zweite Wahl nicht weit. So verschlug es auch den Eselsführer Svatopluk Schmeschkal, Feldkoch Gennaro Gorlami, den Sanitäter Karl-Heinz Sauer und den alternden Korporal Schmerlinger an die vorderste Front, wo sie einen Versorgungsposten einrichten sollten. Weit weniger unfreiwillig als diese vier fand Hanni Hopp, die abenteuerlustige Amerika-Rücksiedlerin und Postwagenfahrerin im Freiwilligen Weiblichen Hilfskorps, listig einen Weg, sich diesem Einsatz anzuschließen, um endlich etwas von der ersehnten Frontluft zu schnuppern. So kamen sie alle zusammen mit einer Hundertschaft Späher zu einem abgelegenen Waldbauernhaus, wo sich unter dem Dach der einheimischen Ukrainer ihre Versorgungsstelle einrichteten. Eigentlich hätte es ein ruhiger Einsatz werden sollen, mit mittelmäßiger Verpflegung und ein wenig frischer Luft. Doch bereits kurz nach dem Aufbruch der Späher tauchten unerwartet russische Soldaten bei der Waldkarte auf. Schmeschkal, seinem Lieblingsesel František, Gorlami, Sauer, Hopp und Schmerlinger blieb nichts anderes übrig, als das Weite zu suchen. Geführt von Valentina, der Tochter der Bauernfamilie, flohen sie vor den Kosaken in das Höhlenlabyrinth, das die Berge der Region durchzieht. Es gelang ihnen, die Verfolger abzuschütteln, doch verloren sie sich dabei immer tiefer in den verwinkelten und weit verzweigten Karsthöhlen. Von Valentina erfuhren sie, dass es alte Gräber hier unten gab, ausgebaute Wege und Legenden zufolge sogar sowas wie unterirdische Festungen. Die Burgherren von Skransk, einst Herrscher dieser Gegend, hatten die Höhlen erforscht, Wege angelegt und dabei sogar einige Schätze hinterlassen. Valentinas Großvater hatte vor vielen Jahren einen solchen Schatz geborgen. Einen mit Juwelen verzierten Helm mitsamt silberner Totenmaske, den er und sein Bruder, Valentinas Großonkel, aus seiner Felsengruft geholt hatten. Doch der Fund hatte den Großonkel das Leben gekostet, als die Brüder, wie das Mädchen berichtete, von einem monströsen Bären angegriffen wurden. Ihr Großonkel rettete damals das Leben seines Bruders, indem er sich mitsamt dem Bären in eine tiefe Schlucht stürzte. Nun aber stehen unsere Helden wider Willen nach beschwerlichem Weg durch zahlreiche Tunnel und Kavernen am anderen Ende einer hinter ihnen fast vollständig zusammengebrochenen Brücke in einer alten Gruftkammer.
Und dort, in der Mitte des Raumes, neben einem ausgeplünderten Steinsarkophag, liegen die sterblichen Überreste eines Mannes. Eines Mannes, der nicht nur Valentinas Großonkel verdächtig ähnelt, sondern der scheinbar auch mit einem Messer erstochen wurde. Dieses nämlich ragt dem skelettierten Leichnam noch aus der Brust, fixiert im verhärteten Brustbein, direkt über dem Herzen und ganz eindeutig nicht das Werk eines Bären. Valentina, diesen Anblick für eine in Zeitlupe versickernde, fast halbe Minute aufsaugend, mit Wasser in den Augen, bricht schließlich zitternd neben Svatopluk zusammen und stammelt erst einmal nur unzusammenhängend unverständliches Zeug. Das also auch Karl-Heinz nicht so richtig verstehen würde, wenn denn sein Ukrainisch besser wäre. Deutsch ist es jedenfalls nicht. Und sie scheint also erst einmal in völliger Verzweiflung aufgelöst. Ich lasse mich neben ihr nieder, lege so einen Arm um sie und in meiner Hilflosigkeit summe ein tschechisches Kinderlied. Das Messe, hört man zwischenzeitlich einmal. Aber ein Bär? Wie kann das sein? Und hier ist kein Abgrund. Wo ist denn der Bär? Vielleicht? Ja, Svatopluk tröstet sie, nimmt sie in den Arm, sie klammert sich auch an ihm fest, aber erst einmal schluchzt sie nur. Was macht der Rest von euch derweil in dieser höchst unangenehmen Situation? Naja, ich bin ja gerade erst mit Hilfe des lieben Gottes wieder hier angekommen und ich glaube, ich bin noch so ein bisschen bei meinen verschiedenen Heiligen, die ich angerufen habe. Und ich glaube, die ganze Situation hat der gute Sauer noch nicht überblickt. Wird jetzt vielleicht mal ein bisschen neugierig, als da tschechische Kinderlieder erklingen, weil die so gar nicht in das Szenario passen wollen. Also mehr so ein Was machst du da? Ja. Er hat doch gesagt, er hat ihn, mein Großonkel hat ihn gerettet und... Ja, Sauer tritt etwas näher heran, nimmt diese Situation etwas mehr auf. Was machen Gorlami und Hani derweil? Naja, ist doch ganz klar. Ich meine, das Mädchen braucht Hilfe. Ich kram was zu essen raus. Was denn sonst? Ich packe übrigens das Messer, das ich ja aus dem Leichnam rausgezogen habe, in eine meiner Taschen, damit es erstmal aus ihrem Blick schwindet. Ja. Du lässt es die Mordwaffe verschwinden. Ja, auch wenn es das so, man weiß, man war ja auch nicht dabei, weißt du? Richtig, manchmal. Wollen wir mal nicht so vorschnell urteilen. Manchmal enden Messer in Brustkörben ganz zufällig. Vielleicht ist er gestolpert. Ja, vielleicht ist er gefallen, als er mit dem Bären gerungen hat und stammelt sie. Ja, Gorlami macht sich also daran, etwas Essbares zuzubereiten. Besonders viel habt ihr ja nicht. Eure Vorräte sind recht mau. Ich schau mal eben, was ihr tatsächlich so habt. Du hast Kartoffeln, du hast Brot, du hast einige Gewürze. Ich habe noch etwas Geräuchertes. Geräuchertes Bäuschel. Richtig. Ja. Ja, vielleicht das Bäuschel nicht, aber Kartoffeln, Gewürze, das schreit geradezu nach einer guten Portion Bratkartoffeln. Okay, also in einem gewissen hilfsbereiten Übermut, den manch einer vielleicht ein wenig autistisch finden könnte, beginnt Gennaro Gorlami die Bratpfanne herauszuholen und Bratkartoffeln zuzubereiten. Ich behalte die Umgebung so ein bisschen im Blick, mit diesem emotionalen Kram kann ich nichts anfangen. Mhm. Hey, pst. Sauer. Jawohl. Machst du den Toten da weg, dass sie nicht sieht? Ja, vielleicht. Ich mach den Toten weg, bevor ihn der Gorlami auch noch in die Pfannen reinhaut, ja? Vielleicht ist es ja gar nicht mein Großonkel. Vielleicht ist es jemand anderes. Er trägt nur seine Hose. Vielleicht hat er die Leiche meines Großonkels gefunden und brauchte eine Hose,
Oder vielleicht ist Zufall und Rosa sieht nur ähnlich aus. Seine Jacke? Nein, die Jacke kenne ich. Oh, er hat ihn bestimmt ausgeraubt, aber es gibt gleich frische Bratskartoffeln. Heiliger Jesus, gib mir Geduld. Ich versuche mal zu tun, was der Svartopluk mir gesagt hat. Kriege ich das irgendwie hin, die Leiche an einem Stück zu bewegen? Oder? Ah ja, das ist natürlich eine gute Frage. Mit der Zeit werden Leichen ja manchmal sehr, sehr viel instabiler. Mhm. Also tatsächlich allerdings, dass das Knorpel und Sehnengewebe und sowas, das ist größtenteils vertrocknet und ausgedörrt. Sie ist nur äußerlich zerfressen worden. Du kannst sie schon bewegen. Nur wohin willst du sie bewegen? Da gab es doch diesen Sarkophag, oder? Ich würde. Ja. Dass sie so quasi so außer Sichtweite. Also um den Sarkophag weiblichen herum. Begleitschaft um den Sarkophag herum. Okay. Also, du beginnst die Leiche zu bewegen. Dabei löst sich eine Myriade von winzigen Wurzeln von der Leiche, die Leiche mit dem Untergrund zu verbinden scheint. Du siehst darunter so ein dicht gewachsenes Pilzgeflecht aus kränklich weißlich-gelben Fasern, durchzogen von immer wieder kleinen blau-violetten Knubbeln. Und wie du das tust, beginnen einige davon so ein wenig zu leuchten. Nur sehr schwach, so ein wenig wie das Schweinefleisch im Versorgungsdepot der Strafkompanie, wenn man alles Licht abdunkelt, aber erkennbar. Und das ist ein ganz seltsames, bläulich-violettes Licht, das du sonst nicht mit Pilzen assoziierst. Also ich habe die Leiche da so halb angehoben, um sie da so zu ziehen. Und als ich das Pilzleuchten sehe, da lassen wir sie erstmal ordentlich fallen. Heilige Maria und Josef, was ist das? Ja, während du das tust, beginnt die Leiche auch so aus dem Brustkorb und unter dem Hemd so ein wenig zu glimmen. Es ist kein sehr starkes Licht, es ist mehr wie die Glut eines Lagerfeuers vom Vorabend, nur dass es eben nicht rot-orange und warm ist, sondern eben ohne jede Form von Wärmeabstrahlung kalt daherleuchtet in so einem blau-violetten Schimmer, der dann allerdings immer weniger wahrnehmbar wird, weil das Kochfeuer, das Gorlami aus ein paar Holzstücken, der Flasche mit Brandbeschleuniger, die er dabei hat, unter seiner Reisebratpfanne entzündet, verschluckt wird. Nicht? Also das stärkere Licht überblendet das sehr. Hani, du willst weder mit der Leiche noch mit dem Mädchen noch mit dem mit der Bratpfanne aktuell etwas zu tun haben und schaust dich ein wenig weiter um. Du stellst fest, es gibt eine weitere Tür, die dort weiterführt. Die war mal sehr stabil, aber irgendwer hat die aufgebrochen. Dahinter befindet sich ein Gangstück von etwa 5 Metern Tiefe, wo nochmal kleine Gruften zu den Seiten sind. Ansonsten ist das aber eine Sackgasse. In der anderen gegenüberliegenden Richtung hingegen gibt es eine größere Tür, ein Doppelportal. Auch das war wohl mal sehr massiv gebaut, ist allerdings dem Rott der Zeit und der Einwirkung physischer Gewalt zum Opfer gefallen. Und dahinter befindet sich ein etwas breiterer Tunnel. Also ein Gang, der ungefähr groß genug ist, dass man zwei Esel nebeneinander durchführen könnte oder eben halt auch einen Karren mit einem großen Steinsarkophag, was so ein wenig erklärt, wie der da hingekommen ist. Dieser Gang führt ein Stück geradeaus und knickt dann zur Ecke um. Auch dort siehst du in der Entfernung um die Ecke herum einen schwachen Lichtschein, der auf Tageslicht hindeutet, wenn auch nur sehr schummrig. Die Wände und der Boden sind, wie du erst denkst, von Spinnweben überzogen. Es erweist sich dann allerdings als ein hauptsächlich in den Fugen gewachsenes Geflecht von irgendwelchen Wurzeln. Und es könnte Pilzgeflecht sein. Hier und da gibt es auch einige Fruchtkörper, die zwischen den Felsen herauswachsen. Kleine, knubbelige Pilze in dicht gewachsenen Kolonien im unteren Bereich und oben Richtung Dach hin. Pilze, die so ein wenig an blasse Baumpilze erinnern, allerdings eher so von Keksformat, ebenfalls in dichten Kolonien gewachsen. Du hörst keinen Hund bellen. Nein. So. Ja. Ja,
Ja, das, Leute, das müssen wir uns mal anschauen. So. Vielleicht geht es da hinten weiter, aber der Gang sieht ein bisschen eklig aus. Also, ja, die Bratkartoffeln sind gleich erst fertig. Was ist denn das, was da unter ihm ist? Mann, das, sind das Pilze? Oh, Pilze! Ah, nee, die Na, sehen ey, nicht ich gut glaube aus. Nicht, Pilze zu essen. Mein lieben Mädchen, das ist, mach dir keinen Gedanken. Das ist, aber wir sollten hier wahrscheinlich weg. Mein Vater sagt auch immer, ich soll nicht zu viel denken. Aber ich will wissen, was passiert ist. Und das, was denkst das wollen du? Wir alle. Was ich denke, was passiert ist. Ja. Oh, ich bin kein sehr schlauer Mann. Ich habe gedacht, aber ich weiß, wie manche Männer sind. Das war dein Großvater, der mit deinem Onkel unterwegs war? Oder dein Vater? Oder wer war das? Mein Großvater und sein Bruder. Ha. Und die beiden waren unterwegs mit ihm. Waren die gute Freunde? Sie waren doch nur zu zweit. Mein also, Großvater und sein Bruder. Mein Großonkel. Großonkel. Alles klar. Ja. Schwerlinger nimmt einen Schluck aus seinem Flachmann und geht Hanni Hopp hinterher. Ja. Schwerlinger tritt zu Hanni. Ist klar, was passiert ist, ne? Ja. Wir haben Schatz gefunden, haben sich gestritten und warmes ja. Mädchen. Ja, mein Gott, ach. Ist halt vorbei, ne? Aber weißt du, mein Kleiner, es ist lange her. Aber er hat immer gesagt, sein Bruder hat ihm das Leben gerettet und er war ein Held und na, vielleicht war so. Guck mal, vielleicht sagt man nicht auch von Russen, dass sie sind Bären? Sagt man nicht der russische Bär? Vielleicht hat er gemeint, ein großer Russe mit einem Messer, sie haben gekämpft und der russische Bär hat deinen Opa erstechen, ich red mich um Kopf und Kragen, er hat deinen Opa erstechen wollen und dein Großonkel ist dazwischen gegangen und hat... Apropos dazwischen gehen, ich reiche die Bratpfanne zwischen die beiden, fertig schon mit einem Löffel. Iss erstmal etwas. Ich weiß nicht, ob ich jetzt essen mag. Doch, das ist gut, das ist sehr wichtig. Neben der Leiche meines Großonkels? Wir können auch die Bratpfanne mitnehmen und wir essen einfach da hinten. Wir nehmen Bratpfanne mit und gehen erstmal hier weg, Mädchen. Also hier ja, geht's aber weiter. Aber wenn wir vorher vielleicht noch den heiligen Michael um einen Beistand anrufen könnten. Ich meine, das Geleucht da, das ist doch nicht recht, oder? Welches Geleucht? Das ist mein Feuer. Na, nicht das Geleucht. Das Geleucht. Und den heiligen Nepomuk, den fragst du auch gleich. Das ist der Schutzpatron der Bergleute. Ja, wenn er hilft, rufe ich an jeden an. Vorname. Die heilige Barbara vielleicht auch noch, die kann auch helfen. Aber ich denke, erstmal bringen wir das Mädchen ein bisschen von ja, diesem, und wer auch immer es war. Was auch immer diese Pilzerei zum Leuchten bringt. Ich mag's nicht. Ja, Hanni, Schmerlinger ist ja zu dir getreten und schiebt sich also auch so ein bisschen durch dieses aufgebrochene Tor in diesen weiter mit Pilz verwachsenen Gang hinein, hat seinen Flachmann in der rechten Hand, schnippt daran, tippt so ein bisschen gegen das Pilzgeflecht. Und wie er das tut, bemerkst du, wie es von der Stelle, wo es angetippt hat, ausgehend so ein wenig anfängt zu glimmen und zu leuchten. Weiß nicht, ob ich das anfassen würde. Hey, das macht Licht. Oh, das ist ja praktisch. Ich habe gehört, an der Westfront, da hat mir ein Kamerad, der hat bei den Deutschen das Pioniershandwerk gelernt, ja, bei den Preisen. Ja, der hat mir erzählt, dass die Engländer von den Franzosen Käfer in Gläsern kaufen, die von Kindern sammeln lassen und denen glüht der Arsch. Den Kindern? Nee, den Käfern. Ja. Also bei dem glüht ja. Nur die Brust. Käfer sind es. Und die tun die in ein Glas, damit sie im Graben Licht haben. Ja. Das ist schön, aber wir werden jetzt keine Pilze in Gläser packen und sie mitnehmen. Ist auch nicht sehr viel Licht. Topft da nochmal gegen. Und ich würde es nicht anfassen, ernsthaft. Und ob man die essen kann? Er geht einen Schritt zurück, lässt dann auch davon ab, nippt nochmal an seinem Flachmann. Wie er das tut aber, bemerkst du, dass der Gang geradeaus voraus sich weiter aus der Dunkelheit zu schälen scheint, als nämlich das Pilzgeflecht
weg von euch, voraus um die Ecke, wo ihr überhaupt noch nicht gewesen seid, beginnt allmählich zu leuchten. Erst so in einzelnen Fasersträngen, aber dann immer mehr und dann glühen die Fugen regelrecht auf. Und jedes Detail der Wände, der Decke, des Bodens kommt da aus der Dunkelheit hervor. Du siehst, dass da mehrere Objekte aufgestapelt an der Wand liegen, die du vorher in den Schatten nicht bemerkt hast. Zwei große Säcke und irgendwas metallisch Blitzendes. Aber dann die Aufmerksamkeit bindet natürlich erst einmal, dass der ganze Gang anfängt zu glimmen und zu glühen. Also dieses Leuchten regelrecht auf euch zuwandert über das Pilzgeflecht. Die Fruchtkörper an den Pilzen sich teilweise aufblähen und dieses Leuchten noch einmal intensivieren. Und Schmerlinger stabilisiert sich mit der Hand an dir, nachdem er erst den Flachmann in die linke Hand gewechselt hat. Oh, mit den Pilzfingern? Ja, mit den Pilzfingern. Bist du Jack? Was? Nee, der Schmerlinger bin ich. Ja, nimm mal deine Finger weg, bitte. Bist verwirrt. Gas! Ist Gas! Er sucht nach seiner Gasmaske. Was? Ja, von hinten riecht ihr Bratduft, Bratkartoffeln und Brot. Willst du da bleiben, wo du bist, oder möchtest du in irgendeine Richtung dich bewegen? Ich hätte jetzt gern, dass wir alle auf das Tageslicht zugehen. So, wie wäre es, wenn wir einfach die Bratpfanne einpacken und dann, ne, gerade raus hier. Und die Kartoffeln sind lecker. Alle, ja. Probieren? Ja, das Fräulein Hopp hat eine Idee. Schmerlinger geht zurück. Was macht's denn da? Kocht ihr da etwa? Bratkartoffel. Klar. Mein Großonkel ist tot. Und ich glaube, mein Großvater hat ihn ermordet. Aber die Kartoffeln sind wirklich gut. Sie steckt sich noch etwas von den Kartoffeln in den Mund. Wie absurd. Heiliger Absurdiel. Sieht man das Leuchten aus dem Gang, sehen wir das jetzt auch. Oh, nicht nur das. Also Honey und Schmerlinger sind also durch das Tor zurückgekommen, um euch Beine zu machen, so euch in Bewegung zu versetzen. Dieses Leuchten folgt ihnen regelrecht und wandert also von der Tür aus in alle Richtungen auseinander, an der Decke hoch. Aber allem voran in einem recht konzentrierten Strang an Myzelen dorthin, wo die Leiche hieß sie jetzt Valentina oder Tatjana? Valentina. Ah ja, Tatjana war ihre Mutter. Also wo die Leiche von Valentinas Großonkel leicht versetzt liegt, dort leuchtet es am stärksten. Das ist auch mehr Myzel, wie ihr jetzt erst seht. Denn jetzt, wo es anfängt zu leuchten, kann man es viel besser wahrnehmen. Und dann glüht die ganze Leiche auf. Wie so der heilige Michael! Wie so ein großer Kronleuchter aus allen Löchern und Mottenfraßstellen durch die Rippen, aus dem leblosen Gesicht zwischen den toten, lippenlosen Zähnen hindurch, glüht es blau-violett. Ich pack mir meine Maske auf. Ich guck den sauer, völlig ungläubig an. Hab ich ja gar nicht. Ich nehm ein nasses Tuch vors Gesicht. Ich nehme auch ein Tuch vors Gesicht. Valentina, schnell, du auch. Gas? Schnell, mach ein Tuch vors Gesicht. Sie schluckt noch runter und hält sich dann ihren Schal vors Gesicht. Also ich mache das nur mit einem Ärmel und lasse die Leiche los und versuche dann so durch den Ärmel hindurch noch irgendwie sowas wie ja, jetzt magst du mir aber nicht zum Teufel jagen dafür, dass ich dir Totengebet spreche, ja? Es tut mir leid, aber sauer. Für meine Gasmaske müsste ich jetzt die Bratkartoffeln weglegen. Das geht echt nicht. Schmerlinger nickt zu sauer. Du betst mal. Und zum Paradies mögen Schmeschkorn dich geleiten. Ja. Dein Esel. Du. Ja. Den kannst doch lesen. Sicher. Der glotzt so blöd. Oh. Ist das sein? Ich gucke František an. Ja, du gehst zu František, deinem persönlichen besten Indikator für Gefahren aller Art. Ja. Der Steinschlag orten kann, Russen gegen den Wind riecht, Schlangen sowieso nicht leiden kann und Bergarbeiter erkennt auf 100 Meter. Die hasst er nämlich seit seiner Zeit als Minenesel.
Aber dir fällt auf, dass František nicht besonders beunruhigt zu sein scheint. Zumindest er zeigt keine seiner üblichen Panikreaktionen auf Gas. Gas hasst er nämlich, dann zwingst du nämlich immer seine Eselsgasmaske zu tragen. Das mag er nicht. Ich meine, gut, die Alternative ist ihm nicht so ganz bewusst. Er ist ein Esel, egal wie gerissen er möglicherweise sein mag. Aber er ist auf jeden Fall nicht beunruhigt. Und er strahlt die gleiche František-mäßige Ruhe aus, die er sonst auch immer ausstrahlt. František guckt nicht blöd, er guckt entspannt. Ja, heißt das, dass das Gas ihn betäubt oder dass es keins gibt? Ich glaube, zumindest kein Gas, das František kennt. Ich glaube auch nicht, dass das Giftgas von den Russen ist. Aber mir hat mal einer erzählt, dass es gibt Pilze, wenn man die isst, dann sieht man bunte Farben und so. Ja, und dann gibt es Pilze, wenn man die pufft, dann stinkt es gewaltig und man muss husten. Ja, und dann gibt es Pilze, die leuchten von sich aus und bringen eine Leiche zum Leuchten. Wollen wir nicht ein bisschen weggehen davon? Das ist eine gute Idee. Ja. Wir sollten uns verpissen. Ja. Also, das sieht aus wie Tageslicht da hinten. Wollen wir? Ah, gute Idee. Aber was ist mit meinem Großonkel? Können wir ihn nicht mitnehmen? Nein. Ich glaube nicht. Wir nehmen keinen leuchtenden Kadaver. Ja. Wir können ihn auf František laden. Nein, können wir nicht. Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt raus, dann guck mal, wo wir sind und dann markiere ich das auf meiner Karte, weil ich bin Korporal. Und dann kommen wir später zurück, wenn er aufgehört hat, merkwürdig zu leuchten und dann stecken wir ihn in ein Leichentuch. Das könnt ihr gerne machen. Und vielleicht auch, wenn jemand auch Gorn musste die ganze Zeit singen, was soll das? Befehl! Vielleicht finden wir jemanden, der sich auskennt mit Biologie. Ich möchte mal so das ist... Das ist nicht normal. So, jetzt raus hier. Ich möchte mal so zwei, drei Pilze in so einem Taschentuch mit so einem Taschentuch greifen und einstecken. Gut. Du nimmst ein paar von diesen Pilzen mit und ihr setzt euch in Bewegung. Ihr verlasst die Gruft und benutzt diesen Tunnel, der von dort wegführt. Ihr erreicht schließlich auch diese komischen Säcke, die da lagern. Interessiert euch das irgendwie weiter oder wollt ihr einfach nur möglichst schnell raus? Ja, aber sowas von. Natürlich. Da können ja Lebensmittel drin sein. Entweder-oder-Frage gestellt. Also ich Hannis bisherigem Verhalten entnehme ich, dass sie zielstrebig geradeaus weitergeht. Schmerlinger macht das auch, der jetzt irgendwas von Sporen brabbelt und von seinem guten Kameraden, dem Wojtilak, der einen ganz, ganz fürchterlichen Husten bekommen hat, an dem er am Ende auch gestorben ist, während er sich ein Tuch vor den Mund hält, um keine von diesen gefährlichen Sporen einzuatmen, die es potenziell gibt, aber da die Luft nicht übermäßig pilzig riecht und hier keine Wolken rumpuffen, gibt euch das zumindest keinen Grund zu akuter Sorge. Schwartopluk und Gennaro stoppen jedenfalls bei diesen Säcken, während also Gennaro noch seine Pilzglühmüffelbeute mit Taschentuch in der Tasche verstaut, ist Schwartopluk bereits dabei, sich dessen näher anzunehmen. Du bist ja bestens kundig, wie es so in der Gaunerwelt funktioniert. Und du kannst also auf den ersten Blick erkennen, dass das hier zwei einstmals gut geschnürte Beutesäcke gewesen sind. Mhm. Und zwar der eine aus einer Bauerndecke, also so einer grob gewobenen Leinendecke. Und das andere ist wohl ein einstmals sehr wertvoller Samtbrokat-Vorhang oder Umhang gewesen. Also mit einst meine ich, der ist jetzt genauso wertlos wie der Jutesack, weil er völlig mottenstichig ist und so ein bisschen von diesem Pilzgeflecht bewachsen wurde. Aber der war mal abartig teuer. Also sowas, was Fürsten tragen. Mhm. Und in diesen Beuteln befinden sich einige metallische Objekte. Und das Material des Jutesackes zerreißt sehr leicht. Von dessen struktureller Integrität ist nichts mehr übrig. Und sofort poltert dir ein blecherner, rostiger Ritterhelm entgegen. So ein recht unverziertes, klobiges Ding, was man auch gemeinhin sehr treffend als Topfhelm bezeichnet, was auch die gleiche Zier hat wie ein Topf. Und irgendein rasselndes Konstrukt,
aus grünlich-metallischen, fein gearbeiteten Ringen. Ein Kettenpanzer. Allerdings ein grünspaniger. Kupfer. Ja. Etwas, das Sauer allerdings, der euch hinterherkommt, direkt erkennt, also direkt auffällt, ist, dass in diesen Samtbrokat, den Gennaro jetzt beginnt aufzuschlagen, ein großer bronzener Turibulum zu erkennen ist. Weißt du, was das ist? Ein Räuchergefäß. Genau, ein kirchliches Räuchergefäß. Also ein Ding, das man so an einer Kette hält und hin und her schwenkt, um Weihrauch zu verräuchern. Auf Deutsch auch als Räucherfass bezeichnet. Restliche Beute darin sind irgendwelche metallischen Objekte, die derartig verrostet oder angelaufen sind, dass man sie gar nicht mehr erkennen kann, inklusive einiger billiger Becher. Keine Sorge, kein einfacher Zimmermannsbecher. Einfacher Zimmermannsbecher aus Holz und das Einzige, was nicht kaputt gegangen ist. Ja, ich versuche einzuschätzen, ob da irgendwas von Wert noch ist. Weil also Sachen, die rosten, Helme gibt so viele. Tja, also von Wert, schwer zu sagen. Von historischem Wert vielleicht. Aber vom materiellen Wert her eigentlich nein. Es ist ziemlich wertloses Zeug. Dieser Kettenpanzer, das muss Kupfer gewesen, also das ist Kupfer wohl, völlig angelaufen. Der Mantel, dieser Brokat, den will so niemand mehr tragen. Und naja, dieses Turibulum, also dieses Räucherfass, das könnte noch einen gewissen Wert haben. Das ist auch recht massiv aus Bronze, schwer gearbeitet. Das sollten wir mitnehmen. Ja, Honey. Aber der Becher, ist der sauber? So 3-4 Becher sind das so. Sind die sauber? Die sind rostig. Verbeult. Rostig, das sind so eine Metallbecher. Nur einer, der ist gut erhalten. Das ist, der ist aus Bronzeguss gefertigt und hat so kleine Henkelgriffe an zwei Seiten und ist mit Kreuzmotiven verziert. Den könnte man aufpolieren und benutzen. Hervorragend, dann wird er dem Kochgeschirr einverleibt. Ja, Hanni, du kommst an die Quelle des Lichtes, nämlich eine sich nach oben hinauf windende breite Rampe. Und zwar ist das, also Zwartopluk würde es genauso gut erkennen wie du, aber als Einzige in der Gruppe, ihr beiden. Denn das ist eine Pferdetreppe. Er würde es eine Eselstreppe natürlich nennen. Er hat Vorurteil belastet. Aber das ist eine Pferdetreppe, eine sich nach oben windende Rampe. Und das ist der Quell des Lichtes, denn dort scheint also schwach über mehrfache Bande von oben Tageslicht hinab. Mhm. Und zusätzlich gibt es noch einen kurzen Gangstummel, der zur Seite in die Wand wegführt und der nach einigen Metern mit einer Personenwendeltreppe hinaufführt, die aus schweren Holzbalken konstruiert zu sein scheint. Da ist auch ein wenig Tageslicht zu sehen, aber weit weniger als bei der Pferderampe. Einfach, weil das Ding enger gebaut ist. Okay, aber die Pferderampe kommt man ja bequem lang, da muss man nicht die Wendeltreppe nehmen, oder? Ja. Okay. Genau. Ja, dann mal los jetzt, Leute. Du eilst da also hinauf. Ja. Ich packe noch das Zeug ein. Mhm. Ja, du verstaust Sachen auf František. Mhm. Hanni, du erreichst also als Erste oben das Tageslicht. Und um genau zu sein, du erreichst als Erstes den größtenteils von Trümmern begrabenen Eingang zu dieser Rampe. Mhm. Der scheint sich nämlich in einem größtenteils eingestürzten Gebäude aus Stein und aus Balken und aus Lehm Konstruktion, also altes Fachwerk zu handeln. Also diese lehmverputzten Verschienenwände und Holzbalken. Schwer durchzukommen, allerdings jetzt nicht unmöglich. Und vielleicht ist es ganz gut, dass man da nicht so schnell durchkommt, denn du hörst draußen Stimmen und sie sprechen definitiv Russisch. Okay, dann schleiche ich jetzt erstmal zurück und sage den anderen, dass sie leise sein sollen. Du schleichst also zurück, du kommst also als Erstes Schmerlinger entgegen, der, Treppe ist aber auch erschannt. Warum kannst nicht? Was? Da draußen sind die Russen. Wir müssen leise sein. Russen? Ja,
Ach du meine Güte. Holt seinen Flachmann raus, macht den eilig auf, nimmt zwei Schluck draus, schüttelt ihn dann über Kopf. Oh nein, 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 nein. Jetzt ist auch noch mein Mutmacher leer. Ich meine mein Zielwasser. Okay. Steckt die Flasche weg, zieht seine Pistole und lädt die erstmal durch. Kling! Du hoffst, dass das keiner gehört hat. Ja, ja. Ja, ja, wir müssen jetzt erstmal die anderen warnen, damit die nicht hier reinpoltern. Wir müssen leise sein. Ja, ja, ich halte hier Wache. Eine gute Idee. Ich gehe zu den anderen weiter und warne die erstmal alle vor. Hanni kommt also zurück und informiert euch über die Situation. Was ist los, Hanni? Okay, ich habe mehrere Stimmen da draußen gehört. Ich kann nicht sagen, wie viele das sind, aber es klang nach Russisch. Und wir müssen vorsichtig sein. Ja, da tät ich dann vorschlagen, dass ich des Nunc Dimittis dann eher still beten täte. Vielleicht machst du auch Pause. Aber ihr habt den Befehl vom Schmerlinger, dass ich beten soll. Aber leise. Ohne Geräusche. Ich kann ganz, ganz, ganz arg leise kann ich Akbet sprechen, ja schon. Ja, und langsam. Mein Vater sagt immer, Gott hört uns auch, wenn wir nur mit der Stimme in unserem Kopf beten. Ja, Valentina? Dann fangen wir damit jetzt mal an. Valentina? Ja. Kannst du schießen? Nicht besonders gut. Aber weißt du, wie man mit einem Pistole umgeht? Nein, nur mit einem Gewehr. Mein Bruder ist viel besser als ich. Okay, aber der ist jetzt nicht hier. Weißt du, wie man hinten geht? Ja. Fein. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ganz leise hin. Sauer, hast du... Ich bleib bei ihr. Kannst du... Schießen ist nicht... Ich halt ihm die Schnauze zu. Sauer, kannst du ihr dein Gewehr geben? Du schießt doch eh nicht gern. Ich hab... kein Gewehr nicht. Ach. Ich hatte ein Bajonett für ein Gewehr, aber das ist mir abhanden gekommen. Wie kann der die einzige Waffe, die du dabei hast, im Krieg verloren gehen? Aber du weißt doch, der Herr Jesus sollte mich sicher geleiten, so wie der Psalmist sagt, ohne leise, dass mein Fuß... Leise. Schmerlinger hat es der Psalmist nicht gesagt. So. Also es ist jedenfalls in dem Abgrund da hinten. Was ist in dem Abgrund? Mein Bajonett, das Gemessere, das Große. Hä? Ja, jetzt lass doch das närrische Bajonett. Das brauchen wir doch gar nicht. Da oben sind Russen. Was willst du denn machen, die mit deinem Bajonett überrumpeln oder was? Naja, der Svatopluk hätte halt gern den Rest vom Bajonett, also das Gewehr, wo man es draufsteckt. Der Schmeschkal hat doch ein Bajonett. Und ein Gewehr hat er auch. Aber Valentina kann schießen. Ich dachte, wir können ihr ein Gewehr geben. Okay, können wir aber nicht. Können wir da jetzt leise hinschleichen und gemeinsam gucken, was da Sache ist und ob wir den Weg überhaupt nehmen können oder ob wir woanders lang müssen? Ich erinnere übrigens bei dieser Gelegenheit kurz aus der Spielleiterebene, dass es durchaus kein Ding der Unmöglichkeit sein würde, dass Svatopluk mehr als ein Gewehr hat. Ich weiß, ich bin schon, bin mir darüber bewusst, dass ich auch noch 4 Storypunkte habe. Wie heißen die Storypunkte? Ne? Dramapunkte, ja. Dramapunkte. Ja, genau. Ich habe noch 4 Dramapunkte, mit denen kann ich so einiges. Gut. Dann ist das ja nicht vergessen. Ich wollte es nur gesagt haben. Man vergisst sowas manchmal leicht. Nee. Ich brauche Ausdauer dafür. Ja. Oder Ausdauer und einen Dramapunkt. Ausdauer habe ich auch noch. Wir haben nämlich gerade hervorragend gegessen. Gewehre haben einen Opferwert von 6. Das heißt... 6? Genau. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall den Dramapunkt. Genau, den Dramapunkt zusätzlich, ja. Schmerlinger geht zum Sauer. Mhm. Also mal abgesehen, dass du ein Messer verloren hast. Was kein großer Verlust ist, wenn ich deine vermeintliche Kampfkraft bedenke. Russisch kannst du noch, oder? Ja, gewiss, das habe ich nicht. Ja. Verlernt so schnell. Dann gehst mal hoch und belausch die, ja, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und hopp, wo bist du denn? Wo ist die denn schon wieder? Ah! Bei dem und hopp sprinte ich los. Ich erfasse dein Herz, Kasper.
So wie mein alter Kamerad, der Speifel, als der nach Haus kam und seine Frau plötzlich vor ihm stand. Und der andere Mann, aber Hopp, du bist ja so leis. Gehst hinter ihm her, passt auf ihn auf. Nicht, dass er irgendwelchen Schund baut. Also ich bin nicht so leise, ne? Ich sprinte da gerade hoch. Und mach, dass der leis ist. Los, hopp. Ich sprinte hopp. Hinterher. Hopp. ist ein Hase, die Frau, ne? Oh Mann. Mit dem Namen. Ich bin dabei, mal so die 1000 Taschen an meinen Klamotten und an denen meines Esels durchzusuchen nach Dingen, die ich eventuell noch gebrauchen kann. Du kannst ja auch manchmal gewisse Dinge sozusagen zusammensammeln aus einzelnen Teilen. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass du Sachen vollständig immer haben müsstest. Du kannst natürlich, vielleicht kann ja zum Beispiel sagen, wer weiß, vielleicht hast du ja einen Ersatzgewehrlauf und einen Ersatzkolben oder sowas. Dann kannst du ja sonst was draus machen. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wofür ich die Punkte ausgeben möchte. Und deswegen will ich erstmal, ich sag Valentina, ja. Passt du auf meinen Franti-Shake auf? Ja, mach ich. Mit Tieren kann ich gut. Ich lächel sie an. Mitmenschen auch. Und dann schleiche ich mich tatsächlich nach vorne, weil das kann ich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Geheim sein und rumgaunern kann ich prima. Ja, also sie passt auf den Esel auf und Svartopluk und Honey folgen sauer nach oben. Und ich? Brauchst du noch welche von den Bratkartoffeln da? Nur noch Reste. Ja, Reste sind auch was nett. Gib mir mal was von dem Brot, da mache ich Stippe mit. Er greift in seine Manteltasche, zieht einen zweiten Flachmann raus, macht den auf, nimmt einen Schluck. Ah, magst du auch was? Oh ja. Sollen wir die alleine gehen lassen? Ja, besser ist es. Oh. Du bist mit deinem ganzen Blechschepper nicht gerade ein Avatar der Heimlichkeit. Ah, du erinnerst mich an den Weißmeier, wie der glaubte, in seinem Grabenpanzer schleichen zu können. Ich werde deine Bratpfanne schützt besser als sein Panzer. Boah, die hat schon, also wirklich. Die kann was. Nicht nur Bratkartoffeln. Mhm. Ja, der Grabenpanzer, sag ich dir, der kann nett. Nix gut. 5 Kugeln, Maschinengewehr, bam, war er tot. Als der Obergefreite bei mir klauen wollte, alter Falter. Mhm. Da war fast sein Gesichtsabdruck in der Pfanne. Wie hieß denn der? Schmidt. Carsten Schmidt. Klingt Preis. Der kam da irgendwo her. Weißt, Namen sind wichtig. Ist das Einzige, was von uns bleibt. Namen und Geschichten. Alles andere, das weiß nur der liebe Gott. Irgendwann sind wir alle tot. Wenn wir dann nicht auf einem Heldenmal stehen, haben wir nichts erreicht. Heldenmal. Noch. Was denkst du, wofür der Krieg gut ist? Ja, Heldenmal. Soll ich noch was kochen? Hast denn noch was? Weiß nicht. Nee, lass mal. Am Ende dreht der Esel noch durch, weil er Hunger kriegt oder sowas. Oder zählt die Zutaten. Bei dem Vieh weiß man nie. Oder er kriegt Durchfall und die Russen hören ihn furzen. Dann steht er irgendwann auf einem Helden. Ja, ne? Ja, aber der Svato... Ist erschossen worden, weil ein Esel furzte. Ja, aber der Svato-Pluck ist nicht da. Das denkst du aber, wie viele Lettern das sind. Der hat doch an Franti-Check bestimmt noch was zu essen versteckt. Ja, aber da wäre ich vorsichtig. Ich habe gehört, der hat Mäusefallen und sowas in seinen Taschen verstaut. Ja, ihr derweil kommt also nach oben. Und nicht nur das. Ihr holt Sauer gerade noch rechtzeitig ein, dass er sich da nicht allzu offensichtlich macht. Ich packe ihn so am Kragen und halte ihn fest. Oh, aber der Schmählinger hat Hopp gesagt. Oh, ja, und alle sagen, ja, ich wäre doof. Honey Hopp, das bin ich. Ja, weil das weiß ich wohl. Und er hat sie Ach gemeint. Ach so, ja jetzt. Schmeidewolle. Ich glaube ja, dass die Pilze hier auf die Intelligenz gehen. Bei manchen schon. Ja, es wird weniger und weniger. Ja, solange sie mir nicht auf meine Ohren gehen, weil ich soll ja dem Russen zuhören. Vielleicht verstehe ich was. Praporschik Berinov,
Proporschik Marinov, hörst du von oben. Er sagt, und ich übersetze ab sofort dann. Fenrich Barinov, fragt eine Stimme. Ja, Soldat? Der Schienenpanzerwagen ist da. Leutnant Toporkow lässt warnen, dass Österreicher gesehen wurden. Wir sollen hier abbrechen und nach Wolkowitz zurückkehren. Was? Auf keinen Fall, entgegnet Barinov. Das hier ist genau das, wonach die Biologin aus Minsk sucht. Ich habe ihr versprochen, dass ich ihr mindestens 10 verschiedene Proben beschaffe und den Fund genauestens in dem Buch dokumentiere, das sie mir persönlich anvertraut hat. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Ja, aber Leutnant Toporkow sagt, und der Einfachheit halber gehen wir mal davon aus, dass er so ein bisschen simultan übersetzt für euch. Ansonsten haben wir das Galaxy Quest Spiel damit, dass er gleich nochmal alles wiederholen muss. Was das ist meine einzige Rolle und ich werde sie spielen. Ja, aber Leutnant Toporkow sagt, was Toporkow sagt, schert mich nicht. Er steht nur im Dienstgrad über mir. Meine Familie hat aber 10-mal so viel Landbesitz wie seine. Die Frau in Minsk hat Vollmachten vom Großfürsten. Kapitän Zadornow soll mir Verstärkung schicken. Ich kehre erst morgen früh zurück. Wenn er sich Sorgen macht, soll er mir eine Maschinengewehrmannschaft vorbeischicken. Außerdem brauche ich ein 30 Pioniere. Hier gibt es Katakomben unter der Ruine. Die will ich mir ansehen. Aber ich gehe da nicht runter, bis die Pioniere des Zaren mir versichern, dass mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Dann fiel das Erbe am Ende noch auf meinen Bruder, und der ist mit einer Polin liiert. Sie haben verstanden, Soldat? Ja, Fenrich Barinov. Ich schicke den Schienenpanzerwagen auf Ihr Geheiß zurück nach Wolkowitz und delegiere die Order, dass ein Pionierstrupp und eine MG-Mannschaft der Sicherungskompanie hergeschickt werden. Und wo ich schon den Hang runtersteige, soll ich noch etwas von der Dresine mitbringen? Ja, die 2 Kanister und die leeren Gläser. Ich will einige dieser seltsamen Pilze darin konservieren. Die Kanister sind mit Medizinalalkohol gefüllt. Ich habe sie persönlich im Lazarett geholt. Sie waren bis oben hin voll, als ich das tat. Haben Sie das verstanden? Sie sind mir dafür verantwortlich, dass Sie das auch noch nachher sind, Soldat. Ihr Name? Vassili, Herr Fenrich. Ihr Familienname? Wassiljewitsch, Herr Fenrich. Vassili, Sohn von Vassili. Wenn etwas von dem Schnaps fehlt, wenn ich die Pilze darin einläge, dann stelle ich sie vors Kriegsgericht. Sie und die beiden Männer, die bei der Dresine Wache halten. Verstanden? Ja, Herr Fenrich. Der Soldat macht sich dann scheinbar auf den Weg, denn ihr könnt gut seine scheppernde Trinkflasche am Gürtel hören, seine Munition, von der er offensichtlich unzureichend in seinen Taschen hat. Denn nur unzureichende Munition klapperte dermaßen in einer Magazintasche. Ihr könnt seinen Gewehrkolben gegen seinen Feldspaten scheppern hören und seine gut hörbaren Nagelstiefel. Heimlichkeit ist nicht der zweite Vorname von diesem Vassili, Sohn von Vassili. Und ihr beide, hörst du danach Fenrich Barinov sagen, räumt schon mal die Trümmer da und den Efeu weg von der Winderampe da. In etwa 2 Stunden sind die Pioniere hier, die ich bestellt habe. Die sollen dann direkt mit der Arbeit anfangen. Was ist, wenn das verflucht ist? Fragt einer der Soldaten. Dann können Sie wählen, Soldat. Sie führen meinen Befehl aus und werden verflucht. Oder sie lassen es und werden wegen Befehlsverweigerung erschossen. Das ist, wo das Leuchten vom Stein hinführt. Ich will wissen, was da ist. Dann bewegt sich Fenrich Barinov scheinbar. Und er kommt sogar für einen kurzen Moment, kannst du ihn oben durch die Trümmer, die Rampe verschüttet haben, sehen. Er hat einen Fein an der Seite hochgestellt. Zwirbelten Schnauzbart, sehr präzise getrimmt, einen kleinen spitzen Kinnbart. Er trägt seinen Mantel mit Pelzkragen, wie so ein Cape über der einen Schulter, wie es Kavalleriestil ist. Die Haare sind so zu so einer Tolle nach hinten, nicht gegeben, sondern gefettet. Und er trägt die Mütze leicht versetzt, schief im Kosakenstil. In seinen Händen hält er ein Buch mit haufenweise herausragenden kleinen Zetteln. In das er irgendwas gerade einträgt. Dann steckt er den Stift in eine Lederhülse an der Seite hinein, schlägt das Buch zu und riecht einmal daran.
Sie wird sehr zufrieden sein, wenn ich hier fertig bin. Und dann geht er weiter. Weiter im Sinne von weg? Außer Sicht. Das heißt, nur noch die zwei Arbeiter, die jetzt dabei sind. Die nähern sich dann langsam. Das wird eine Plackerei, meint der eine. Wem sagst du das? Und was, wenn es verflucht ist? Verflucht oder nicht? Die Alternative ist eine Kugel vom Herrn Fähnrich. Das blöde Aas. Den sollen die Bolschewiken holen. Psst, sag das nicht. Dafür wird man auch erschossen. Das ist noch schlimmer als sein Fluch. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesem Krieg. Und dann kommen die immer näher und beginnen dann das Gerümpel, was den Eingang zu dieser Rampe blockiert, allmählich nicht besonders motiviert zu entfernen. Immerhin, was auch immer die da an Lärm jetzt machen, sorgt dafür, dass ihr vermutlich mit Schellenkränzen und einer Tamburinband nach unten gehen könntet, ohne dass sie was davon bemerken würden. Ja, eine Idee. Lasst uns ein bisschen zurückgehen. Ja. Ihr kehrt also nach unten zurück zu den anderen. Ja. Und, gibt's was Neues? Ja, zwei russische einfache Soldaten sind dabei, sich einen Weg zu uns zu graben. Das ist ein Wort zu viel. Jeder russische Soldat ist einfach. Was ist ein Schluck aus seinem Flachmann. Von ihnen? Oh, wie viel sie haben einen Schienenpanzer in der Nähe. Was? Sie haben einen Schienenpanzer in der Nähe. Was ist ein Schienenpanzer? Ist was weiß denn ich? Ist es ein Panzerwagen auf Schienen oder ist es ein Panzerzug? Und das spielt keine große Rolle, weil der Herr Fähnrich, der Schleimige, der hat da Nachschub herbeordert. Ein Maschinengewehr. Also, wenn es kein Panzer ist, dann kommen es zumindest noch mehr Männer. Das heißt, entweder sind wir jetzt schnell und schießen uns den Weg frei oder wir suchen uns einen anderen Weg. Habe ich bessere Idee, als Weg frei zu schießen? Ja. Wie viele sind das? Sind nicht viele. Aber können wir versuchen mit Trick, weil wenn wir schießen, kommt Verstärkung von Dresine. Was für eine Dresine denn? Eis. Und ein Maschinengewehrtrupp und Pioniere, die alle in 2 Stunden hier sein sollen. Da ist dann Dresine? Ja, dann kommen die von Wojkowitz, da wo die Gleisarbeiten sind. Aber das ist gefallen, das Wort, ja. Wojkowitz. Habe ich eine Idee? Ja, raus damit. Die sind unglaublich abergläubisch. Wenn wir... Ich denke, Großonkel kann ein letzte Heldentat tun. Mein Großonkel? Er kann für uns zum Held werden. Mein Großonkel ist tot. Und trotzdem kann er werden Held. Noch einmal. Ja? Pass auf, wir haben dort ein Leiche, was leuchtet. Sie nickt eifrig. Ja, ein Leuchterleiche. Schmerlingers Gesicht macht so das hier. Ein Leuchter. Er nippt langsam. Ein Leuchterleiche. So. Ich glaube, wenn wir können vielleicht mit ein paar Stecken und Seilen im Hintergrund befestigen und ihn in den Gang stellen. Und dann kommen russische Soldaten und sehen einen Leichnam, der steht und leuchtet. Und sie sind abergläubisch wie kleine Kinder. Dann betritt keiner von diesen Soldaten mehr diese Höhle. Dann lassen sie sich lieber erschießen. Ich mag die Idee. Und dann müssen wir nicht schießen. Dann hört man kein Gewehrfeuer. Dann kommt kein Maschinengewehr. Und wir können uns verpissen und alles ist ruhig. Hast du Stecken und Seile? Oh, du glaubst gar nicht, was ich alles dabei habe. Ja, irgendwas muss auf diesem Esel drauf sein. Wie viel Opferpunkte kostet denn so eine Mischung aus Seilzug, Seilen, Stöcken und Dingen, was wir dafür das und Marionettenset. Ja. Das Marionettenset. Also tatsächlich einfach so ein paar Drähte, Seilzüge, Dinge und Sachen. Ja, ich weiß jetzt gerade spontan nicht, was der Opferwert von einem Seil ist. Ich glaube, das ist 4. Ich denke, das wär 2x4. Okay, das heißt, also ich müsste... 2 Punkte Ausdauer. Ja. Ja, das mache ich. Für
die nötige Ausstattung, um aus Valentinas Großonkel eine veritable Geistergestalt zu machen. Ja, das opfere ich dafür. Also ich kram in meinen Taschen rum und ihr wundert euch, was ich für eine Mischung aus Haken, Angelhaken, Seilen, Draht, Stangen, also ich habe alles Mögliche. Ich bastel aus irgendwelchen Zeltstangen, die ich zusammenstecke, werden so längere Stangen. Und am Ende habe ich da so ein Gestell aufgebaut, improvisiert, wo man perfekt den so nach vorne schieben kann, um einen leuchtenden Pilzgeist zu improvisieren. Geh, Tscheche. Sag mal, als wir da über den Abgrund gewollt haben. Ja. Hättest da nicht deine Stangen und Seile schon mal vorbringen können? Aber dann hätten wir die jetzt nicht gehabt. Ich verstehe diese Logik nicht. Naja, so stabil sehen die jetzt nicht aus. Und als wir da gewesen sind, habe ich eine Brandbombe aus meinen Taschen gezaubert, die uns wirklich Leben gerettet hat und Zeit gebracht. Also, ich weiß nicht, ob ich Angst vor deinen Taschen haben soll oder ob ich glaube, dass der liebe Gott sie dir fühlt. Ich gucke dich an und sag: Weißt du, mein Freund, beide Days. Weißt du, wenn ich zu tief in die Taschen reingucke, ist das vermutlich ein Fall für die Militärgerichtsbarkeit. Und irgendein ganz gruseliges Gefühl sagt mir, der Schmeschkal macht das hier nicht zum ersten Mal. Der scheint genau zu wissen, was er tut. Trotzdem, die Russen da oben, was machen die denn da? Bin sehr gut im Improvisieren. Kann mir einer von euch sagen, habt ihr eine Ahnung, was die da überhaupt wollen? Nein wollen sie. Sie wollen nein, weil eine Frau aus Minsk ein Pilz haben will. Und der Herr Fähnrich will das alles hier erben und nicht sein feiner Herr Bruder. Was? Ja, ich hab's auch nicht recht verstanden. Frau aus Minsk. Was? Was für eine Frau aus Minsk? Ja, die will ein Pilz haben und der muss in einen Schnaps. Vielleicht sollten wir auch für unsere Leute ein Pilzprobe mitnehmen. Die sind hier, um Likör zu machen. Nein, ich glaube eher, es geht um ein wissenschaftliches Ding und nicht ums Ziel, was er vom Herrn Schmerlinger gehorsamster Diener. Ja, danke. Vielleicht sollten wir auch Pilze mitnehmen. Aber wenn es schon ein Leichen schändet, dann nimmt es auch gleich ein paar Pilzen mit. Das ist eh ein endloses Gebete, was da auf uns zukommt. Komm, Golami, der hier geschwätzt wird, packen wir an, machen das mit. Leich. Ja, also ihr könnt die Leiche so herrichten, dass ihr sie dann von hinten hochstemmen könnt. Ja. Und also sie da so also aufproppen können. Ihr habt ja jetzt keine Schienen unter der Decke oder sowas. Irgendjemand, der kräftig ist, müsste das natürlich bedienen. Genau. Also kräftig bin ich jetzt nicht. Ja, so sei gut. Doch, kein Mann. ja. Ich baue mir doch so eine kleine Flüstertüte. Willst du einen Takt vorgeben oder was? Was heißt auf Russisch? Ihr werdet sterben. Kapuzki. Also sagst du mir, was das auf Russisch heißt? Ja, ich kann ja Russisch. Ja, okay. Ich versuche mir diese Namen einzuprägen und Tschechisch und Russisch, das funktioniert schon einigermaßen. Und ich komme hinterher und ich möchte mit einer Mischung aus Intuition und Gaunerei, ja, denke, dass das gemacht ist für diese Situation, möchte ich tatsächlich diesen russischen Soldaten den größten Schreck ihres Lebens einjagen. Und ich werde das unterstützen mit einer Kombination aus Stärke und Improvisieren. Sehr gut, sehr gut. Also, ihr habt also eure pilzglühende Leiche, die ihr mit Seil und verschiedenen Stangen stabilisiert habt, vorbereitet. Valentina nimmt den Helm von den Sachen, die ihr da gesammelt habt, klopft ihn so ein bisschen ab und setzt ihm den auf. Mag sein Gesicht nicht so sehen. Ah, das ist gut.
Oder ist das schlecht? Ist es so weniger gruselig? Weniger. Ja, ja, mein Schmerlinger nur. Ich glaube, es ist immer noch gruselig genug. Ich glaube, sie werden sich in ihre russischen Hosen scheißen. Zieht sie ihm den Rest davon noch an und ich mach mich nass. Das ist eine gute Idee. Machen wir. Das war kein Vorschlag. Aber das machen wir. Er bekreuzigt sich. Tatsächlich machen wir das. Klar. Also den verrosteten angelaufenen Kettenpanzer, ja. Und den mottenstichigen Brokatmantel. Ja. Gut. Also als ihr damit fertig seid. Ich gebe noch einen Ausdauerpunkt aus. Ja. Dann habe ich noch zwei. Und hole ein bisschen Weihrauch aus einer meiner Taschen raus. Oh, das musst du tatsächlich gar nicht tun. Das Weihrauchgefäß enthält Weihrauch. Oh, dann muss ich das gar nicht tun. Dann habe ich den noch. Dann nehmen wir Stückchen Kohle. Dann riechen sie auch noch Weihrauch dazu. Ja, also, ich fange das Weihrauchpendel an. Ich kann das recht inzensieren, wenn es das möchte. Das möchte ich sehr gern. Also Sauer bereitet das vor. Ja, es wird super. Das Ding fängt an, gewaltig zu qualmen. Nachdem also Svatopluk die Leiche vorbereitet hat, stemmt Gorlami sie hoch und beginnt, sie ist es also deutlich schwerer geworden, als sie es noch am Anfang, weil sie rumpelt und scheppert es auch so ein bisschen. Und du trägst sie also zur Rampe. Und dann die Rampe langsam empor. Ja. Oben rumpelt und poltert und kracht es. Ihr hört, wie Balken beiseite geräumt werden. Und dann schließlich begegnet ihr einander. Ja. Also du, Gennaro, du siehst, wie also die Schatten von den beiden russischen Soldaten ein Stück in die Dunkelheit hineinkommen. Also besser gesagt in diesen Gloom des Bildsleuchtens. Und du hörst auch, wie sie miteinander reden. Sie klingen bereits nicht sehr zufrieden mit der Gesamtsituation. Und das ist noch bevor sie um die Rundung herumkommen und dich gleich sehen werden. Möchtest du warten, bis sie so ganz natürlich in dich hinein stolpern, oder willst du ihnen entgegengehen? Nein, nein, wir warten, dass sie direkt in uns reinlaufen. Oh, das ist noch schöner. Ja. Dann kommt nämlich zuerst der eine auf der Innenseite dir entgegen, der da so ein bisschen vorsichtig entlang stolpert, weil er auf der Innenseite die Rampe steiler und ungangbarer ist als außen. Der strauchelt und stößt irgendeinen Schreckensschrei aus. Also, und er kippt aber halb nach hinten, versucht sich an der Innenseite, an der Mittelsäule festzuhalten, kippt also um, greift nach seinem Kameraden, reißt ihn ein Stück näher. Der stolpert dir, also besser gesagt, deinem Konstrukt des Grauens, so auf, wenn es Atem hätte, so auf Atemdistanz entgegen. Jetzt! Ihr werdet sterben! Auf Russisch. Dröhnt es durch den Gang in mittelmäßigem Russisch. Der Soldat schreit und schreit und schreit. Der andere hat sich aufgerappelt, zieht sein Mosin-Bajonett heraus, sticht es in die Leiche und also durch die Leiche hindurch. Die Klinge kommt mit glühendem Pilz benetzt auf der Rückseite vor Gorlamis Brust heraus. Aber du hast ja genug Abstand. In dem Augenblick kommt von mir nur ein so. Ja, er lässt das Bajonett auch sofort los. Er lässt das stecken und flieht so schnell er kann. Ich schleudere das linke Bein von der Leiche nach vorne, damit ich ihm noch einen Kick verpassen kann. Ja, er rennt um sein Leben. Nimmt den Cutter von der Tastatur. So, er rennt um sein Leben. Und der andere kriecht rückwärts hinterher. Und während er das tut, reißt er seine Augen plötzlich einmal weit auf, fässt sich an die Brust. Und erschlafft. Kann passieren. Schmerlinge, ich nehme an, ich muss ihm nicht helfen. Schmerlinger kommt sehr vorsichtig hinterher, hält so viel Abstand wie möglich von dieser grauenvollen Todeskontraption, greift den zusammengebrochenen Russen und zieht ihn runter.
Ich klopf ihn ab. Ich drehe die Leiche einmal so mit Schmerlinger mit. Ja. Ich ziehe ihr das Bajonett aus dem Bauch, wisch's ab und steck's in die vorgesehene Halterung. Schmeckt Ausrüstung kann. Vollständig. Orlami, lasst das sein. Das ist wirklich gruselig. Ja, und dann raus. Und, gut gemacht, Soldat Sauer. Schmerlinger nimmt, also klopft den Russen kurz ab, nimmt die Munition aus seinen Taschen, steckt die sich in die Jackentasche, greift sich dessen Gewehr und reicht das Valentina. Ja, Svartoblug, du eilst hinaus? Ja, das ist jetzt der Zeitpunkt. Aber trotzdem Gewehr, weil da ist ja noch der Leutnant. Ich glaube. Ja, dann eil ich mal mit dem Opa hinterher. Ja. Was macht Hanni? Ja, ich hinterher, raus hier. Okay, ich ziehe meine Waffen, aber oder den Revolver. Und den Dings lassen wir hier, ne? Denn das Gespenst, das nehmen wir nicht mit. Ich sagte doch, ich schnapp das gerade mit dem Opa. Vielleicht also, kann das bei dem Fähnrich ja noch was. Hanni mit dem Revolver in der Hand, Svartoplug mit dem Gewehr in beiden Händen und Gorlami mit dem aufgeproppten Großonkel hinterher. Und ich schwenk's Weihrauchfass dem Opa nach. Und Sauer kommt hinterher mit einem Weihrauchfass. Ja, kommt ihr also aus einer Wolke aus Weihrauch, aus diesem buchstäblich aus dem Boden hinauf, aus dieser Ruine und findet euch im Innenhof einer winzigen Burgruine wieder. Also mit winzig meine ich tatsächlich, hier ist genug Platz, um ein Pferd reinzureiten, es einmal zu wenden und es wieder rauszureiten. Hm. Ein einzelner zusammengebrochener Turm, ein Stückchen Mauer, ein einzelnes Gebäude, ein paar Kisten aus russischer Militärproduktion stehen aufgestapelt in der Mitte, dort, wo der Wendeltreppenabgang ist, zu der Wendeltreppe, die ihr am Ende dieses einen Ganges gesehen habt. Der geflohene Soldat ist an diesem Leutnant dran und rüttelt den und stammelt irgendwas. Und dieser Leutnant reißt sich also los und stößt den zur Seite weg. Denn der sieht euch, wie ihr da herauskommt und versucht also hektisch, seine Pistole zu ziehen, also besser gesagt seinen Nagant-Revolver. wobei ihn allerdings sein Untergebener maximal behindert. Ja. Du sagtest, das ist ganz schön klein, ne? Der Hof ja ist recht eng. Also wenn mir Svato und Hanni Platz lassen, würde ich einfach mal den Opa vorne ranstoßen. Mhm. Ja, ich lasse Platz. Auf den Herrn Fähnrich zu. Nun hat Hanni ja eine gewisse Tendenz, manchmal als Erste zu handeln. Ja, ich wollte schneller schießen als er. Ja. Hanni shoots first. Also noch während du peilst, wie du den dahin stoßen müsstest für den maximalen Effekt, ist also Hanni bereits in einem schnellen Tauchschritt an dir vorbei und reißt den Revolver hoch. Und du schießt. Ich hole mal kurz meine Würfel aus dem Setzkasten, sorry. So viel dazu, Hanni ist schneller. Ja, genau. Ist ja kein Live-Rollenspiel. Hanni schon. Hanni schon. Ich habe hier ganz fantastische, spezielle Donnerhauswürfel übrigens. Ja, die sind toll. Mit dem Blitz auf der 10. Davon gibt es 5 Stück in jeder Box und das ist genau die Zahl, die man braucht. Ja. So, du schießt. Wir bauen einen Pool. Ach, geht das schon wieder los? Jetzt hast du sonst Würfel gekauft, geholt. Ja. So, es ist ein fordernder Schuss, das heißt, die Schwierigkeit ist 20. Du hast deinen Revolver, der gibt dir einen Bonus von +4. Mhm. Und du wählst eine Eigenschaft und eine Fertigkeit aus, um damit zu schießen, von deinem Charakterbogen. Ja, Pistolen. Naheliegend. Naheliegend. Und was war es noch? Ein Attribut. Ein Attribut. Also Geschick oder ja. Schnelligkeit. Ego. Geht auch Ego? Lass ich bei Hanni glatt gelten, ja. Ich schieß besser, ich bin besser. Ne? Hanni, Hanni, how you kill me, aha. Da sind wir wieder. Bitte, also, das wird gut. 6 und 5, also 11 +4 durch den Revolver sind 15. Ich denke, beflügelt von der Situation unterdrückst du, was du an potenziellen Statuseffekten aktuell noch haben könntest.
Ich habe auch den Zettel beim Büroumbau verloren, wo die noch drauf standen. Das ist gut. Aber das ist ja jetzt hier sozusagen die Abschlussszene insgesamt. Da können wir das dann schon mal machen. Du hast also 15 Punkte und einen Würfel. Mhm. Du kannst, wie du weißt, Risikowürfel dazu kaufen. Und zwar für jeweils 5 Punkte von deinen 15 Punkten Pool kannst du einen Risikowürfel dazu kaufen. Ja, das, einen Würfel nehmen wir mal. Mhm. Das ist also gut, aber es tut mir leid, aber wie viele Würfel nehme ich jetzt? Wenn du einen dazu kaufst, nimmst du 2. Genau. 2, okay. Du hast immer einen Würfel Grund. Was für 5 kriegt man einen Würfel dazu, ne? Was? Für 5 aus dem Pool nimmt genau. Kriegt man einen Würfel dazu. Okay. Und mit den beiden würfel ich. Hoch. Ich habe einen Blitz und eine 3. So, du hast eine Fertigkeit im Pool, du darfst die 3 nochmal würfeln. Dann habe ich eine 9. Oh. Okay, du hast also eine 19 plus die 10, die du schon hast. Das ist eine 29. Das ist 9 Punkte mehr als die Schwierigkeit von 20. Und damit gerade noch so nur ein Ja, aber. Es fehlt ein einziger Punkt zu einem Ja und es fehlen 11 Punkte zu einem Ja und. Mhm. Du solltest jetzt Munition ausgeben. Du kannst es etwas opfern. Also du kannst es etwas opfern. Also am Ende der Probe darfst du ja immer Opfer bringen. Mhm. Und da du einen Blitz hast, zählt ein Opfer doppelt. Du kannst Moral für 5 Punkte opfern, jetzt also für 10. Ausdauer für 5, jetzt also für 10. Oder einen Punkt Gesundheit, jetzt also für 20. Ausdauer. Gut, du begnügst dich also mit einem soliden Ja-Ergebnis. Mhm. Damit steigt der Schaden deiner Waffe um 1. Getroffen ist getroffen. Das kann man sowieso so sehen. Und an Schaden mangelt es deinem Revolver ja nicht. Mhm. Das ist ja ein Mervyn & Hulbert Third Model Frontier Army. Der hat ordentlich Firepower. Der verschießt de facto Western-Gewehrmunition. Ja, also. Honey schießt und der Revolver donnert einmal, zweimal, dreimal. Der Offizier wird am Oberschenkel getroffen, wankt einen Schritt zur Seite. Ein zweiter Schuss hätte ihn mitten ins Gesicht getroffen, wenn er nicht in dem Moment gegen Deckung gehechtet wäre. Honey wirft sich hinterher mit einer Rolle, stößt sich dabei zwar leicht die Schulter und verliert einen Punkt Ausdauer, wie wir ja gerade gesehen haben. Aber der nächste Schuss trifft den Leutnant in die rechte Schulter, den Fähnrich. Er fällt nach hinten um, kriegt ein Stück rückwärts. Zwartopluck. Mhm. Ich stürme auf den Zug. Ja, du überbrückst problemlos die paar Meter Distanz zu ihm. Mhm. Also während er da also rückwärts kriecht, der Revolver liegt neben ihm am Boden, wird nur hinterhergeschleift von der Haltekordel, mit der er am Gürtel befestigt ist. Er tastet noch nach seinem Bebut-Kurzschwert, dem gebogenen Kosakenmesser der russischen Armee. Aber als er dich auf sich zukommen sieht, scheint er davon eher abzulassen. Ich halte Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett direkt gegen seine Brust. Ich steche nicht zu. Er nimmt die Hand vom Griff des Messers und starrt dich einfach nur erschrocken an. Und dem Soldaten, der daneben ist, ist der weggelaufen jetzt? Der andere Russe? Der Russe, der als erstes das Schreien weggelaufen ist, ja. Ja. Den siehst du, der hat sich rückwärts in die Turmruine zurückgezogen, wo er bei der zusammengebrochenen, nach oben führenden Treppe in der Ecke kauert, die Beine eng angezogen hat, zittert und in einer Pfütze seiner eigenen Schöpfung sitzt. Und lasst uns die beiden gefangen nehmen. Reicht nicht einer? Der russische Fähnrich nickt. Ich kapituliere. Ja, alles gut.
Ich nehme ihm alles, was er an Waffen und Munition hat, ab. Ne tire pas, ne tire pas. Nein, schießen. Kannst du kein anständiges Österreichisch, Russisch? Ich übersetze mal wieder fürs Vato. Ja, ich knie mich zu ihm runter und mach das so. Ja. So, frag ihn, wie viele hier sind. Er sagt nichts weiter erstmal. Er nickt nur auf das Ja, und dann gucken wir, was in den Kisten ist von den Russen. Könnt ihr den erstmal ausfragen? Wie viele Leute sind hier noch? Wir haben 2 Stunden, dann kommt Trupp von Pionieren und das wissen wir doch. Also und den das Rest... heißt, das waren jetzt die einzigen, die hier drin waren und draußen sind keine mehr. Die sind zu dritt hierher gekommen. Oder zu zweit. Frag ihn, ob noch andere direkt hier sind. Danke. Also, ich mache den Job des Computers. Also das. ja. Okay. Hey, da war ich. Sind noch andere von euch hier? Wie weit weg, wie viele? Und er spricht dann Russisch und Karl-Heinz übersetzt. Der Rest meiner Männer ist unten bei der Dresine. Wie viele? Drei Mann. Aber es kommen mehr. Der Panzerwagen kommt bald zurück und sie werden die Schüsse gehört haben. Der Panzerwagen wird zurückkommen. Was habt ihr in den Kisten da? Er sagt, der Panzerwagen wird zurückkommen, ja? Fragt ja. Schwerlinger Karl-Heinz. Ja, Schmarrn wird der. Der Panzerwagen wird zurückkommen. Ja. Der fährt die Gleise entlang, rumpel. Aber ein paar Schüsse hört er, ja? Ein Dreck tut der. Die sind allein, sag ich euch. Ein Schuss kracht plötzlich, ein lauter Schuss, ein Gewehrschuss im Hof, abgefeuert von Valentina, die in die Wand geschossen hat, neben dem kleinen Burgtor, wo es hinausgeht zum Hang. Die Kugel hat den Russen, der dort mit seinem Gewehr in beiden Händen gerade durchs Tor gekommen ist, um etwa 2 Meter verfehlt. Der lädt sein Gewehr durch. Ich bringe den Opa in Stellung. Und schießt einmal an allem in diesem gesamten Hof vorbei. Also er trifft nicht mal mehr Mauerwerk. Also der Russe lädt durch und schießt so schräg in den Himmel, lädt direkt nochmal durch und versucht in Richtung von Valentina anzuschlagen. Ich versuche ihn abzuknallen. Ich schmeiß den Opa. Du wirfst ihm also die präparierte Leiche entgegen. In dem Moment schwenkt er auch direkt darauf um, feuert einen einzelnen Schuss auf den Toten ab. Und als der vor ihm zu Boden geht, schaut er noch relativ entgeistert auf den nun vor ihm liegenden, leuchtenden Toten, der auch noch anfängt, in Teile sich aufzulösen, während Schmeschkal und Schmerlinger mit Gewehr und Pistole so lange schießen, bis er nicht mehr steht. Ja. Noch 2. Und direkt hinter ihm kommt ein 2. durchs Tor. Sicher. Ich ziehe Bratpfanne und Fleischermesser. Der kommt also rein, also durch das Tor mit dem Gewehr, schmeißt sein Gewehr zur Seite und hebt die Hände. Das ist weise. Auf den Boden. Und geht einen Schritt rückwärts. Boden. Mir soll sich hinlegen. Oder ich leg ihn hin, mein Schmerlinge. Und beginnt einen neuen Stripper-Clip-Patronen in seine Pistole zu drücken. Übersetzt, du Sauer. Aber sicher, ich übersetze alles, was du willst, außer Schweinskram. Sag ihm, er soll sich hinlegen. Du, Brudzhny Bodowskowskaja. Er kniet sich hin. Nicht schießen. Ich gehe auf ihn zu und gehe dann aber dran vorbei. Da muss ja noch ein Dritter sein. Ja. Du gehst also zum Tor, schaust weiter, Valentina. Hab ich aber die Faxen, Dicke. Valentina geht zu dem, der sich hingelegt hat, nimmt ihm kurz das Bajonett noch aus der Gürtelschlaufe und wirft das zur Seite weg. Und dann geht sie zu dem, den Svatopluk und Schmerlinge umgeschossen haben. Und fühlt dessen Hals und winkt Sauer heran. Sauer, das er ist lebt noch. Russe. Wir müssen ihm helfen. Schmerlinger muss sie. Ist er tot? Ja, offenbar nicht.
Also, solange das Gefecht dauert, müssen wir nicht. Ansonsten war Kriegsrecht. Ansonsten. Ja, ich hab's schon verstanden. Ja, gut, Tovarisch, ich komme. Dann gehe ich zu Valentina und guck mal, was da so. Was wir uns tun würden. Ja, Gennaro, du kannst einen windenden Weg sehen, der sich da zwischen rauen Felsen fast senkrecht in so einer Serpentine den Hang hinunter windet in ein schmales, bewaldetes Tal. Der endet unten an einer Eisenbahntrasse. Bei dieser Eisenbahntrasse steht eine Draisine und kurz vor der Draisine, unten am Ende des Weges, siehst du den letzten noch verbliebenen Russen, der unbewaffnet und in heilloser Panik das Weite sucht, an der Draisine, also Moment, erst auf die Draisine draufspringt, den Hebel von der Draisine kurz packt und versucht, den runterzudrücken, sehr schnell feststellt, dass er alleine nicht genug Kraft hat, um damit schnell davonzukommen und dann seine Flucht weiter zu Fuß fortsetzt. Ja, hinterher. Du sagtest, der ist unbewaffnet und ich habe eine Bratpfanne. Korrekt. Sauer kümmert sich um den verwundeten Russen. Ja, ja, ja. Ich gehe wieder zum Leutnant. Wie gedenkst du, den zu behandeln? Willst du den so gut du kannst zusammenflicken? Willst du ihn transporttauglich machen? Oder möchtest du ihm die letzte Reise erleichtern? Das also ja tatsächlich ist die Frage, da haben ja zwei Leute gerade auf ihn durchgeladen, wenn ich die Szene richtig verstanden habe. Mhm. Ist denn überhaupt noch was zu machen? Und ich meine, ich bin Sunny und kein Arzt. Wenn er in ein richtiges Feldlazarett kommt, könnte da noch was zu machen sein. Ihr habt eins bei euch im Lager und du weißt, dass die Russen irgendwo in der Gegend eins haben müssen. Kriege ich den stabilisiert? Weil wir wissen ja ungefähr, wann die Nachhut kommen soll oder die Entsatztruppe da. Also du kannst einen Großteil deiner medizinischen Materialien aufbrauchen, um das zu bewerkstelligen. Ich sage ihm, auch wenn er mich vielleicht nicht hört, in sanftem Russisch, dass er Glück hat, dass der Schmerlinger hier das Kommando hat, weil der Schmerlinger sich an sowas wie anständiges Kriegsrecht hält und wir ihm deswegen helfen werden. Und dann schaue ich mal. Das bin ich, sagt Schmerlinger hinten, was auch immer gesagt hast. Ich hoffe, es war was Gutes. Ich habe versucht, dass man sich an sie erinnert, Schmerlinger. Hanni, guckst du mit mir einmal und sammelt alle Granaten ein, die wir finden von den Jungs? Ja, gute Idee. Wow. Und weil der Schmerlinger den ja unbedingt haben will, wird auf jeden Fall das Morphium aufgebraucht. Dann geht der Schmerlinger als Kriegsheld auf die Gravur. Ja. Naja. Also ich würde den so gut es geht unter Zuhilfenahme auch von Morphium eben herrichten, sodass ihn entweder, wenn es der Schmerlinger befiehlt, wir ihn mitnehmen oder wir ihn hier lassen können, damit er Chance hat, im russischen Lazarett gesund zu werden. Gennaro, der muskulöse Feldkoch und Küchenbulle Gennaro Gorlami rennt also diesen sich windenden Feldweg hinunter. Wie der Tiroler, der er ist, kennt er sich mit solchen Wegen ja bestens aus. Oh ja. Also, wo andere Leute verlangsamt werden durch diese unglaublich schlechte Wegführung, beschleunigt dich das eher. Jede Abkürzung davon nimmst du schlitternd über einen Schotterhang, springst ein Stück hinab, nutzt die Schräge zur weiteren Beschleunigung und kommst also in vollem Kampftempo unten an bei den Gleisen. Mit zwei Sätzen bist du drüber. Du siehst also den Russen vor dir nicht mehr im Wald, du kannst ihn noch hören. Und kurz darauf kommst du ihm bereits näher. Der rennt dort in heilloser Panik mit rudernden Armen, schlägt rechts einen Ast beiseite, schlägt links einen Ast beiseite, schaut über die Schulter. Du siehst die Panik in seinen Augen, als er sieht, dass du ihm hinterherkommst. Aus seiner Perspektive muss das ungefähr so aussehen, als wenn eine wütende Elchkuh oder ein mittelgroßer Bär sich eine österreichische Küchenuniform gestohlen hat und ihn jetzt verfolgt. Mitten auf dem Waldweg, den er da jetzt für seine Flucht benutzt, stoppt er also plötzlich, das ist eher so ein Wildpfad, hebt noch einen großen Ast auf, hebt den an und während er den Ast anhebt, bricht er einfach so morsch in der Mitte durch. Jahre später wird der Gesichtsausdruck, den er dir jetzt gibt, verewigt werden in den Augen von Kojoten, die über einen Abgrund hinausgelaufen sind und für eine Viertelsekunde in der leeren Luft stehen, dann erreichst du ihn. Ja.
Ich habe gehört, mit so einer Bratpfanne kann man jemanden K.O. schlagen. Das versuche ich. Mhm. Nicht nur das. Die Legenden stimmen. Man kann tatsächlich nicht nur mit Explosionen, sondern auch mit Bratpfannen scheinbar Leute aus ihren Stiefeln herausschlagen. denn das ist exakt das, was passiert. Also du schlägst ihn sowohl zu Boden als auch aus seinen Schuhen. Und er landet bewusstlos mit einer hässlichen Platzwunde im Gesicht auf dem Waldboden. Direkt neben einem Ameisenhaufen. Hm. Wenn Nein, das denn... irgendjemand des Tages nicht ist, dann ist das dieser russische Infanterist. Ja. Hm. Ameisen. Knusprig gebraten sind die gar nicht schlecht. Nein, ich schnapp dem an Schlawittchen. Ich glaube, die Platzwunde sollte sich mal der Sauer angucken und dann trage ich den in aller Seelenruhe zurück. Mhm. In der Zwischenzeit sammeln Hanni und ich alles an Granaten und Explodierfähigem von unseren Russen zusammen. Mhm. Also ihr findet eine Kiste mit 6 Chlorgasgranaten. Mhm. Und eine kleinere Holzkiste mit Dynamit. Dynamit. Ich mag Dynamit. Dann kannst du das ja in deine Taschen packen. Frag mal, wie sehr Franticek Dynamit mag. Wochen später taucht plötzlich Dynamit irgendwo wieder auf. Der hat ja eben gesagt, da kommt so ein Panzerwagen. Über die Schienen. Und auf den Schienen steht jetzt eine Dresine. Und da sind Kanister mit Alkohol und wir haben Chlorgas und wir haben Dynamit. Das alles montiere ich irgendwie auf dieser Dresine und möchte einen Mechanismus machen, dass wenn sich der Zug ein bisschen zu doll nähert, dass dieses komplette Ding einfach hochgeht, sobald jemand an die Dresine dran geht. Das ist ja relativ einfach. Wenn die Dresine sich bewegt, bewegen sich ja die Dresinenhebearme. Ja. Und daran kann man natürlich den Zünder einer Sprengladung befestigen. Ja. Hattest du nicht ein paar Pilze einpacken? Die könntest du jetzt in ein Alkoholglas reintun. Dann kannst du dir wenigstens eins davon mitnehmen, bevor es in die Luft fliegt. Ich glaube, sie meint dich, Genaro. Wolltest du nicht auch Pilze mitnehmen? Ist ja egal. Also, wenn irgendjemand ich habe Alkoholglas verstanden. Das ist ja, das brauche ich zum Kochen. Wirklich, ehrlich. Aber wenn das wichtig ist, vielleicht nehmen wir das Buch von diesem Fähnrich und die Notizen, die er gemacht hat und biologische Proben, wenn die Russen hinterher sind, vielleicht brauchen unsere Hauptleute das auch. Ja, mach vielleicht doch. Ist das gefährliche Waffe oder so etwas. Oder die Pilze schmecken eingelegt einfach besser. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass alles was mit Essen zu tun hat. Ich bin gerade froh, dass ich noch Kekse in der Tasche habe. Ich möchte so schnell nichts mehr essen, was er kocht. Vielleicht könnt ihr Probe sammeln, ich mache Bombe. Ich würde dir lieber bei der Bombe helfen, ist das okay? Dann macht vielleicht ihr die anderen beiden eine Probe von Pilze. Ja, ich topf da mal so ein Alkoholglas halb voll mit Pilzen. Natürlich muss man dafür vorher ein bisschen von dem Alkohol abtrinken, damit dann die Pilze reinpassen, ist ja klar. Mhm. Und nehmt das Buch von dem Russen mit. Warum bin ich eigentlich der daran denkt, ich bin Eselsführer? So ja, aber Sachen du bist auch derjenige, der Dinge mitnimmt und dann zur Verfügung hat. Das ist schon recht so. Ja, also wir bauen tatsächlich Hanni und ich eine üble Chlorgas-Dynamit-Granaten-Sprengfalle. Abenteuergeschichte. Ja. Ihr braucht dafür tatsächlich nicht zwingend die Dresine, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ihr könnt auch die Gleise verbinden. Wir vermieten dann einfach die Gleise. Ich glaube, das ist gut. Wir wissen ja, aus welcher Richtung der Zug wahrscheinlich kommen wird. In die Gleise auch noch in die andere Richtung weiter? Vielleicht können wir nämlich danach die Dresine nehmen. Die Gleise gehen naturgemäß in zwei Richtungen, ja. Ah. In der einen Richtung ist Wolkowitz, da sind die Russen, da kommt der Panzerwagen her. Die andere Richtung führt raus aus russisch kontrolliertem Gebiet
in österreichisch kontrolliertes Gebiet. Super, dann nutzen wir die Dresine, um nach Hause zu fahren. Und solange die mit der Bombe beschäftigt sind, möchte ich ein paar Beeren, Waldfrüchte, was auch immer sammeln. Weil ich will ja nicht mehr als ein Glas von diesen Alkoholgläsern mit Pilzen voll machen. Ja. Aber so ein paar schöne Waldbeeren in Alkohol eingelegt ist ja auch was Feines. Mhm. Also ja, die kannst du mir vorher noch helfen, den Russen auf die Dresine zu legen, weil wenn er das da vorne in die Luft fliegt, dann habe ich die ganze Mühe mit dem schönen Morphium und mit dem Verband doch gerade umsonst gemacht. Ja, lass doch den anderen Russen und den Leutnant ihn schleppen. Warum sollen wir das machen? Weil der Leutnant mit seinem Bein auch nichts schleppen kann. Du hast nein geschossen. Ich trage dir auch beide zur Dresine. Hier die Platzwunde, die ist frisch. Gerne auch noch nachschauen. Aber wenn es mir was von dem Obstler übrig lässt. Na klar, ich mach mal noch ein Glas fertig. Wir schleppen also alles, was wir noch verwertbar finden, auf die Dresine, verminen das Ding Richtung russisch besetztem Gebiet und fahren Sonnenuntergang. Wahrscheinlich geht hinter uns die Sonne auf, spätestens wenn es gleich die Explosion gibt. Ja, also mal sehen, ihr seid 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen, ne? Ja, sechs Personen plus der verwundete Russe. Und ein Esel. Gut, der Esel läuft mit. Ich meine nicht, dass Franischek was dagegen hätte, einfach auf der Dresine zu sitzen. Ne? So wie ihr Svartoblok kennt, wäre es noch nicht mehr verwunderlich, wenn der Esel plötzlich anfängt mitzupumpen. Aber nein, der Esel läuft natürlich nebenher. Nur viel mehr könnt ihr nicht mehr mitnehmen. Also ihr könnt jetzt also den Fähnrich und den anderen noch lebenden Russen da. Die können ja auch noch mitschleppen. Dafür ist nicht genug Platz auf der Dresine. Ja, reicht ja auch, ne? Aber den Fähnrich müssen wir mitnehmen. Wollt ihr den für die Evidenz mitnehmen? Das ist definitiv, ist das das ist zumindest ein Offiziersanwärter. Wertvoller Kriegsgefangener. Ein guter Kriegsgefangener, den wir mitnehmen können. Also ihr passt das zu der Szene mit dem Sonnenuntergang. Aber das ist ja auch kein Problem. Also da Franticek ja den Großteil von meinen Sachen mitträgt, kann ich auch nebenbei laufen. Außerdem können die einfach am Seil hinter der Dresine herlaufen. Ja, also ihr fesselt den, bereitet den dafür vor. Der Russe, der sich da so fürchterlich eingemacht hat, bei dem Turm, den habt ihr die meiste Zeit eher ignorieren können. Macht sich dann etwas sauber und nimmt von dem einen Toten an der auf der aus der von der Rampe holt er sich die andere eine andere Hose und geht dann zu Sauer, als der gerade seinen Kameraden da transportfähig macht. Was macht ihr jetzt? Fragt er auf Russisch. Wir bringen ihn in ein Lazarett, wenn's recht ist, weil sonst hat er keine Chance. Mein Name ist Piotr. Gut, Piotr. Ich heiße Karl-Heinz. Bin ich gefangen? Ja, so habe ich das schon recht verstanden, dass der Schmählinger euch nicht einfach eine Gastfreundschaft anbietet. Kann ich nicht einfach nach Hause gehen? Ja, da muss dann Schmählinger fragen, nicht mich. Mit dem kann ich aber nicht sprechen, der versteht doch kein Wort. Ich kann das schon übersetzen. Das ist ein Korporal. Alles über Obergefreitem sind miese Hunde. Ich will nur nach Hause. Der Schmählinger, der ist schon ganz recht in Ordnung. Und wenn du von mir einen kleinen Hinweis haben willst, ja. Wenn du ihm versprichst, dass bei den Russen da, bei euch Wodka säufern, dass du Heldengeschichten von ihm erzählst und was für ein großartiger Mann er ist, ja. Ah, ich glaube, dann hättest du schon eine Chance, dass du gehen kannst. Aber ich weiß. Aber ich will auch nicht zurück. Ich will auch nicht zurück zu unseren Offizieren. Leutnant Toporkow ist ein verrücktes Schwein. Der frisst und säuft den ganzen Tag nur. Den Fähnrich kann ich auch nicht leiden. Tod allen Zarendienern. Ich will nach Hause. Bist so ein Bolschewikischer oder was? Was? Nein. Ich will einfach nur nach Hause. Ja nun, ich kann dich nicht gehen lassen. Aber du kannst.
Ich meine, der Typ steht da, der Kerl steht da drüben und nippt aus seiner Flasche. Der guckt nicht mal rüber. Ja, das mag schon sein. Du musst einfach noch nichts sagen, wenn ich davonlaufe. Was kann ich denn dafür, wenn du wegläufst? Ja, hat dich am Befehl, dich zu fesseln? Nein. Das ist genau, was ich meine. Aber ich rate dir, erzähl trotzdem mal Geschichten über den Schmerlinger, sonst kommt er hinterher. Aha. Ja, Not tut's nicht. Wenn ich anderen Deserteuren begegne, erzähle ich denen von ihm. Ja, also ich gehe jetzt einmal dann über zum Schmerlinger und frag ihn, ob's gehen darfst. Und weil ich aus Niederösterreich bin, dauert es eine Weile, bis ich da bin. Aha. So schön hier bleiben. Und dann drehe ich mich mal demonstrativ um und gehe auf Niederösterreichisch in Richtung Schmerlinger. Und wenn das der Russe nicht kapiert hat, dann hat er Pech gehabt. Du gehst zum Schmerlinger, hörst ganz langsam. Ja, hörst den Fähnrich. Barinow hieß der, genau. Fähnrich Barinow. Auf Russisch sagen. Wenn du davonläufst, dann werden die Kosaken dich aufspüren und dich zur Strecke bringen wie einen Hund. Ja, so müssen sie mich erstmal kriegen. Aber die Kosaken werden dich kriegen. Fahnenflüchtige. Solche wie dich hängen wir auf an Bäumen. Dafür müssen sie mich erstmal kriegen. Hast sogar zu viel Angst zu laufen. Nicht Mumm genug, deinem Zaren zu dienen. Und zu feige zur Flucht. Ich bin nicht zu feige zur Flucht. Kommst beim Schmerlinger an, der dreht sich zu dir. Was quatschen die denn da? Oh, was auf Russisch. Du bist manchmal auch nett zu was nutz, ne? Oh, ich fand es schon recht nützlich, dass uns der eine nicht mehr ganz ausläuft. Ja. Ja, hab ihm schon gesagt, das war auf Ihren Befehl, Herr Korporal. Ja, das ist richtig, das war mal. Ja, na, so in der Art. Hätten wir uns ersparen können, aber. Ja, jetzt ist es gemacht, ist eine gute Tat. Hm? Gott vergelt's. Amen. Wir sind besser als die, ne? Das ist, was wir immer sagen müssen. Ja. Der ist ja nur ein armer Soldat. Hier, trink einen Schluck aus meinem Flachmann. Ich danke recht, schöner Korporal. Das ist Rackelhahn, das ist ein guter Tropfen. Ja. Hinter dir. Hinter dir hörst du, ich werde beim nächsten Gefangenenaustausch wieder freikommen. Ich bin nämlich nur ein Fähnrich. Und dann werde ich allen Leuten sagen, dass du davongelaufen bist. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein paar Repressalien für deine Familie. Oder wirst du doch hin zurücklaufen, nicht wahr? Vielleicht kommst du nach Hause. Und die Reiter des Zaren waren schon da. Und sauer? Das nächste Geräusch, was du hinter dir hörst, ist wie der Verschluss deiner Verbandstasche, die neben dem Verwundeten liegt, geöffnet wird. Ich drehe mich mal auf nicht-niederösterreichisch um. Hm? Ja. Du siehst den Russen, der eben noch davonlaufen wollte, wie er ein Skalpell aus der Tasche zieht und mit dem Skalpell in der Faust auf den Fähnrich zugeht. Ach du Scheiße! Tod dem Zaren und all seinen Steigbügelhaltern, ruft er und sticht ihm das mitten in die Brust. Der ist ja gefesselt, der kann sich nicht groß wehren, der schreit nur auf. Und das ewige Licht leuchte ihm. Schmerlinger dreht sich um und erschießt mit seiner Pistole den verzögerten Deserteur. Und tat denn das jetzt Not? Das war doch eine rein russisch-russische Auseinandersetzung. Sauer! Rett den verdammten Gefangenen Fähnrich! Den Fähnrich, jawohl. Dann gehen wir mal den Fähnrich. Schau, da hat der Messer in der Brust stecken. An wen erinnert mich das jetzt? Haben wir die Reste vom Opa auch mitgenommen? Dann dreht man sich einmal für eine Minute um. Und schon gehen die aufeinander los. Ja, sind halt Russen. So, jetzt halt mal still, Fähnrich Smirnow. Ich guck, was ich machen kann. Ja. Hanni, ja. Eure Familienaktion ist erfolgreich fortgeschritten. Und du spürst leichte Vibrationen in den Gleisen. Mhm. Wir sollten nicht weg hier. Okay, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, der Maschinenpanzer kommt. Ich höre ihn bellen.
Ja. Ist kein Putilov, sondern ein Hundilov, ja? So jetzt, husch! Wenn ich da unten stehe, pfeife ich nach oben. Ja, was wir müssen los! Der Panzer kommt! Ah, Dreck ist das! Bewegt ihr das Ding, das hier mit der Messerei kriege ich auch, wenn es die Draisine fährt. Alles vollblutens mehr noch hier. Los, der ist fertig, ja, den kannst du mitnehmen. Ja, irgendwie. Dann nimmst du den mit. Und Sie, Herr Fenrich, viel Glück, ne? Skalpell könnt's behalten. Wir gehen! Valentina! Doch nicht den Fenrich. Aber das Buch, nehmt das Buch mit! Alle Papiere! Ah, das Buch. Hier, das. Ja, Fenrich, lass uns das mal los. Ja, das. Ja, er versucht so gut er kann, sich so zu verkrampfen, um dir das Buch nicht zu geben. Was nicht so leicht für ihn ist, weil er die Hände in deinen Rücken gefesselt. Er hat ein Skalpell in der linken Brust stecken, was offensichtlich tierisch wehtut. Aber ja, du kriegst es rausgezogen. Gut. Svartoblug, ich hab das. Also, dass wir auch alles an Karten und Aufzeichnungen mitnehmen, ist ja wichtig. Gründlich, ja. Also wir haben jetzt den Fenrich dabei und das Buch. Nee, der Fenrich bleibt hier. Wir haben einen von den russischen Soldaten, das Buch, das arme Schwein, das ihr im Tor geschossen habt, ja. Ja. Aber wieso, Kopperer, wieso nehmen wir denn jetzt den Fenrich nicht mit? Der ist doch viel mehr wert als der Soldat. Wenn wir den runtertragen, ist der tot, wenn er unten ankommt. Ja, dann hat er halt Pech gehabt. Aber wenn er es überlebt, nehmen wir ihn mit. Nee, nicht in Schmerlingers Armee. So machen wir das nicht. Ja, aber dann können wir ihn nicht lebend zurücklassen. Der ist doch gefesselt. Wir erschießen keine Gefesselten. Nein. Dann mach die Fesseln los und erschieß ihn dann. Können wir? Ich steig auf die Draisine. Wir müssen los! Und deswegen sind Weiber nicht in der Armee. Ihr seid einfach zu grausam. Oh. Krieg auch schneller vorbei, ne? Deswegen waren die Amazonen gefürchtet, das sag ich euch. Ab jetzt haben rauf sie und los. Auch schon gemeinsam können... in der Schlacht erlebt, Schmerlinge. Ich fange schon an, mit Valentina langsam zu pumpen. Ja. Wir haben das da mal Buch, mit drauf, mit Golami, wir haben das Buch. Das reicht. Da steht drin, was wichtig ist. Das ist nur ein Fenrich, der weiß doch nichts. Am Ende müssen wir den noch austauschen. Dann weiß der mehr über uns, als wir über ihn. Ich bin kein Soldat, sagt Valentina zu Svartoblug. Wenn es euren Korporal glücklich macht, kann ich ihn erschießen. Ach. Den Fenrich meine ich. Das ist egal. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Musst du auch nicht. Ja, und du lässt Zeugschen sein. Los, wir pumpen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Soll ich es dir zeigen? Weißt du, wenn ich in Gefangenschaft gerate, möchte ich auch nicht, dass die mich abknallen. Genau. Das ist, wie ihr denken müsst. Dafür gibt's eine Medaille, ja? Für dich weiß ich nicht. Ich glaube, für Frauen gibt's keine Medaillen. Aber... Deswegen wird er auch nicht überleben. Du bleibst ja schön hier. Ihr pumpt jetzt, los! Wir fahren los. In den Sonnenuntergang. Sollen wir dabei, also eigentlich, ja. Also eigentlich, wenn wir denn jetzt schon hier, dann müssten wir doch auch die Kaiserhymne singen, oder? Die Kaiserhymne gar nicht. Ich auch nicht. Aber wir fahren weg und warten auf das Geräusch der Explosion hinter uns. Während Sauer die Kaiserhymne singt. Ach hier, Gott erhalte Franz den genau. Kaiser. Ja. Gott erhalte, Gott beschütze. Wir fahren es gut, ich muss ja zu Fuß gehen. Ja, das Ding. Was? Nein, Golami, Schmeschkal und Schmerlinger müssen da kräftig pumpen. Und bewegt sich das Ding nicht. Das wäre ja närrisch, wenn der Stärkste in der Truppe nebenher läuft. Ich dachte, einer muss laufen. Nee, jetzt haben wir ja den Fenrich nicht mehr dabei und wir haben nur noch einen von den Russen. Das geht schon richtig. František läuft wahrscheinlich. Also ihr beschleunigt mit der Draisine. František läuft nebenher. Sauer und Schmerlinger beginnen also die Kaiserhymne zu singen. Ich drehe mich zu den Beinen um, ich pack's nicht, ich pump hier und ihr fangt an zu singen? Das nennt sich Patriotismus, Tiroler Bube. Lebt dein Patriotismus am Himmel hier aus?
Ja, die, ich kann nicht. Ich muss immer wieder das Gsiffe hier stoppen. Hörst jetzt auf zu bluten, habe ich gesagt. Ja, weit hinter euch, bei der nächsten Biegung, könnt ihr den Schienenpanzerwagen der Russen sehen, wenn er langsam auf den Gleisen herangerumpelt kommt. Das ist ja nichts anderes als so ein normaler Putilov-Panzerwagen, dem man halt die Reifen abgenommen hat und Gleisräder aufgesetzt hat. Mhm. Der kommt da also hinterher. Und ihr könnt also sehen, wie oben bei der so zwei kleine drehbare Maschinengewehr-Türmchen, da oben geht die Klappe auf und da kommt einer raus und schaut und brüllt irgendwas auf Russisch zu euch, weil er nicht so ganz zu raffen scheint, dass ihr halt, naja, nicht die Leute seid, die da sein sollten. Wird dann aber wohl etwas misstrauisch und taucht also in diesen Turm ab und kurz darauf macht es bam, 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 bam. Es blitzt ein paar Mal und eine Warnschusssalve peitscht an euch vorbei in den Wald, zersplittert Äste, teilt eine kleine Fichte in zwei Hälften. Und ja, das ist so, wie Honey Hop zählen würde, one Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Und plötzlich macht es ein Puff und Zisch und eine gelb-grüne Rauchwolke breitet sich vor dem Panzerwagen, unter dem Panzerwagen aus, wo er da also reinrollt, und kaum hat sich die Rauchwolke ausgebreitet, gibt es ein Knallen und Funkensprühen und direkt danach einen gewaltigen Donnerhall. Der Panzerwagen hebt regelrecht von den Gleisen ab. Gleisschotter fliegt in alle Richtungen, der Wagen verschwindet in einer Rauchwolke, die recht spektakulär in alle Richtungen solche schönen langen Spitzen aus Dreck und Ruß und Gas hinter sich herzieht. Die Gaswolke wirbelt in solchen spiralförmigen Locken dahin. Es ist regelrecht wie gemalt, wie ein Aquarell des Todes, bevor der Panzerwagen mit einem dumpfen Krachen und Scheppern und einem völlig zerfetzten Motorblock in den Krater der Gleise stürzt und zur Seite umkippt, anfängt zu brennen. Die Insassen klettern also eiligst aus dem brennenden Wrack heraus. Der Fahrer zerrt noch den Beifahrer hinaus. Der Maschinengewehrschütze ist wohl rausgeschleudert worden und hängt in einem Baum, von dem er sich mühselig abseilt. Dahinter im Rauch könnt ihr sehen, dass die hinterherfahrende Dresine, auf der vier Infanteristen unterwegs waren, eilig ebenfalls gestoppt hat. Die sitzen ab, die haben erstens keine Möglichkeiten mehr, mit der Dresine weiterzufahren, und zweitens ganz offensichtlich nur noch sehr geringes Bedürfnis, das zu versuchen. Und dann verliert ihr sie außer Sicht, als die Schienen eine Kurve nehmen. Und ja, Schmerlinger schmettert sofort die Kaiserhymne wieder los, diesmal mit noch mehr Elan. Genau, am besten in den Knall rein, dieses Heil dem Kaiser, heil dem Lande, Österreich wird ewig stehen. Oder wie mein guter Freund, oh Gott, der Kelheimer Martin immer gesagt hat, A-E-I-O-U. Das sei unser Motto. Austria erit in orbe ultima. Ich kenne ihn. Und so dresint ihr der Sonne entgegen, den Feinden davon, heim gehen Sicherheit. Ich mag meinen vorletzten Ausdauerpunkt ja noch für eine Zigarre ausgeben. Ah. So eine richtig schöne Zigarre, die ich aus meiner Jacke raushole, sie anzünde und murmel. Zwei Zigarren. Für zwei Zigarren. In Spielkartenform nennt man das dann einfach Rauchwaren oder Tabakwaren. Ja. Und eine Zigarre ist ja bestens herumreichbar. Das ist ja der Joint der Vormoderne. Ja. Also mit eurem Siegesstumpen. Genau, ich mache mir die Zigarre an mit einem letzten: Ist es nicht hervorragend, wenn eine Bombe funktioniert? Ich mache dazu eins der Alkoholgläser auf mit den Beeren drin. Ist vielleicht noch ein bisschen frisch, aber geht. Mit der Zigarre in der Hand ein Glas minimal verbesserten Medizinalalkohols herumreichend. Ja,
Seid ihr nun davon gekommen? Valentina nimmt einen Schluck von dem Schnaps, zieht einen Zug an der Zigarre, gibt Svatopluk einen Kuss auf die Wange, gibt Gennaro einen Kuss auf die Wange und legt die Arme um beide. Wisst ihr was? Es ist schrecklich, was mein Großvater getan hat. Aber mein Großonkel ist doch als Held gestorben. Heute, habe ich gesagt, hat er ein Heldentat getan. Und ich würde sagen, damit sind wir fertig. Yay! Selbstverständlich freut sich die Evidenz über das Notizbuch und über alle Karten, die ihr mitgebracht habt. Und für Svatopluk bedeutet das, dass man vermutlich einige Tage über seine schrägen Geschäfte hinweg sieht. Das Beste, was mir passieren kann. Die Tage nutze ich absurd heftig aus. Ich mache alles an schrägen Deals, was ich machen kann. Es wird also nur noch schlimmer. Ja. Ja, Gennaro hat hervorragenden, fast 90%igen Alkohol erbeutet, mit dem er noch so einiges anzufangen weiß. Sauer bekommt für seinen Einsatz eine Rotkreuzmedaille verliehen. Ah, ich komme der Heirat näher. Und Schmerlinger tut alles in seiner Macht Stehende, um Honey Hop für den Elisabeth-Orden vorzuschlagen. Was allerdings dadurch unmöglich gemacht wird, dass keiner von den Vorgesetzten dafür gerade stehen will, dass sie überhaupt dort anwesend war. Und wer nicht da gewesen ist, kann ja auch nicht ausgezeichnet werden und die hohen Herren Offiziere in die Bredouille bringen. Aber er schenkt ihr als Ersatz dafür eine seiner Kampagnenmedaillen aus dem Serbienfeldzug als Erinnerung an ihre Tapferkeit. Wenn schon der Kaiser es ihr nicht danken mag. Dankeschön. Sehr schön. Lieber Thorsten. Ja. Vielen Dank. Es war großartig. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich mag dieses System, weil es, wenn man das mit dem Pool bauen und sowas erstmal verstanden hat. Das geht auch leichter, wenn man die Karten tatsächlich hin und her schieben kann und alles. Ja, aber dann ist das echt. Dann ist das echt fix gemacht. Ja. Also dann bietet dieses Spiel wirklich, wirklich viel. Und ich werde dich jetzt nicht fragen, wann es erscheint. Ja, aber da du die Karten gerade erwähnt, ich habe es in unserem Vortalk, bevor wir live gegangen sind, ja schon erwähnt. Tobi hat die Karten, die Spielkarten von FSG gerade für die Druckstufe fertig gemacht. Die gehen also jetzt auch in Produktion. Alles läuft jetzt so nach und nach weiter an. Wir haben vor einer Weile jetzt nochmal ein Strategiegespräch bei uns im Team gehabt und haben gesagt, wir legen jetzt einfach für alle Zukunft fest, wir sind eines von diesen It's Done When It's Done Studios. Es ist halt fertig, wenn es fertig ist, und bis dahin ist es halt nicht fertig. Ja. Aber es nähert sich auch. Man kann es jetzt ja auch noch zum Vorzugspreis bekommen. Es gibt es jetzt noch zum Late-Pledge-Preis, bevor es dann am Ende für den Handel dann nochmal ein Stückchen teurer wird. Teuer wird es ja nie, wie du nicht. Ich wollte gerade sagen, es wird jetzt den Preis kosten, ja, den es kosten muss. Ja, das ist richtig. Aber jetzt gibt es das noch, also bis es tatsächlich final produziert ist, gibt es das noch zu einem vergünstigten Preis zu bekommen. Und über Lurch und Lama wird es dann auf jeden Fall auch noch ein Lurch und Lama extra geben, ein kleines Bonus-Extra. Es wird einen Bonus geben. Das, übrigens, machen wir übrigens gerade eben eingeblendet. Ja. Als Fanart. Irgendwie muss ich dabei an Pennywise the Dancing Clown denken. Und aber jetzt, also okay, also Valentinas Großonkel, der tanzende Leichnam. Ja, ich mach's gut ein bisschen größer, auch wenn wir dadurch verdeckt sind, aber ich finde, das ist es wert. Brünners Puppenkiste. Svatos. Was steht daneben? Marionettentheater. Svatos Marionettentheater. Yay! Yeah. Sehr schön, Fan. Großartig. Dankeschön. Sehr cool. Dankeschön. Lass hier mal unten drunter stehen. Von wem ist es? Warte. Ich weiß das nicht. Ich muss kurz gucken. Von Luna Zerenja. Ah. Vielen Dank, liebe Luna. Sehr cool. Unser Leitwolper im Wolperratten-Fanclub-Organisationskomitee für Treffen etc. Ja. Richtig großartig. Damit es übrigens am Ende keine Verwirrung gibt unter den Lurch- und Lama-Fans,
um das kurz zu erklären. Wir machen also, wie gesagt, für die Lula-Community ein kleines FSG-Bonus-Add-on. Das wird es dann bei euch exklusiv geben, aber ja, nicht nur für die, die dann das Spiel bei euch kaufen, sondern ihr könnt das dann auch an die Leute rausschicken, die das bereits bei uns gekauft haben. Ah. Das gibt es dann sozusagen für eine Porto-Pauschale. Ja? Ach, schön. Oder auch nicht. Ihr könnt das Porto gerne schenken, wenn ihr das wollt. Wir schicken es euch dann jedenfalls in ausreichender Stückzahl zu, dass ihr da alle Leute mit beglücken könnt, die aus der Lula-Community kommen. Sehr, sehr cool. Ich spoiler mal, das ist eine zusätzliche Ausgabe des Daxbecker Feldblattes sein wird. Das Daxbecker Feldblatt kommt mit dem Spielleiter-Power-Up sonst nur. Und zwar ist die Zeitung der der Daxbecks, also des Infanterieregiments 208, Albrecht Ritter von Daxbeck, das Daxbecker Feldblatt, da sind so ein bisschen Fluff-Geschichten und sowas drin. Und hier für die Lula-Fans machen wir eine extra Ausgabe, die ein paar Easter Eggs auch noch hat, spezifisch zu euch und dem, was ihr so treibt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Tatsächlich spreche ich jetzt mal eine Einladung an das Donnerhaus aus. Ich würde auch gerne jederzeit für euch und wen auch immer ihr als Spieler dabei haben möchtet, gerne dann auch als Spielleiter mich bei euch revanchieren. Sehr, sehr gerne. Ein System eurer Wahl übrigens. Sucht es euch aus, was auch immer ihr geleitet haben möchtet. Ich werde das für euch tun. Da kommen wir gerne drauf zurück. Weil mir das hier unglaublichst viel Spaß gemacht hat. Und, das heißt also, beim nächsten Mal machen wir vielleicht direkt von Anfang an eine umfangreichere Planung. Das ginge ja auch noch. Das könnten wir auch machen. Ja. Denn es wird ja nach Freude schöner Götterfunken, wird es ja weitergehen. Ja. Also genau. Es wird ja, das habt ihr ja schon hinreichend erzählt, durch die Jahrhunderte gesprungen. Genau. Und ich gehe davon aus, dass wir uns dann auch hier bei uns wiedersehen, mit einem Pro-Prolog. Ja. wieder ein Pro-Prolog für das, was ihr dann mit den Freuds zusammen macht. Würde ich mich zumindest sehr, sehr drüber freuen. Muss ich dann schon wieder eine Hymne lernen? Ach, nimmst hier die österreichische Kaiserhymne und damals die deutsche Kaiserhymne. Das ist ja immer irgendwie die ein oder zwei gleichen Lieder neu betextet. Ja. Da musst du nicht viel Neues dazulernen, nur eine Textkarte haben. Ansonsten war es richtig großartig. Ich freue mich auf alles, was wir vom Donnerhaus noch hören. Sonne und Jan, eigentlich alle drei, werdet ihr ja das nächste Mal sehen beim nächsten Teil von Geistkrieger, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Das wird auch ziemlich großartig. Und hier, Thorsten ist Fan von GURPS. GURPS ist ja erstmal nur ein System, erstmal nur ein Regelsystem. Damit kann man ja alles Mögliche machen. Da brauche ich mehr Details. Wer hat gesagt, dass ich ein Fan von GURPS sei? Mokoschmann. Ich liebe die GURPS-Bücher, nicht die GURPS-Regeln. Die GURPS-Erweiterungsbücher sind und die Hintergrundbücher sind die mit Abstand besten Hintergrundbücher, die für Rollenspiel gemacht wurden. Also wir haben ja letztens gearbeitet mit dem Voodoo-Buch davon und das ist richtig, richtig, richtig gut. Ist eins der besten Voodoo-Rollenspielbücher übrigens überhaupt. Es gibt das ist richtig. Ich glaube, ich habe fast alle Voodoo-Rollenspielbücher, die es irgendwie mal gab. Und ich möchte sagen, dass es das Beste ist. Ja. Es ist wirklich das Beste. Gut. Dann freue ich mich, dass ihr alle da wart. Ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn ihr wiederkommt, denn das ist eine wirklich, wirklich volle Woche bei Lurch und Lama. Denn morgen Abend geht es hier, wir sind diese Woche jeden Tag abends online. Morgen Abend geht es weiter und Starokotis wird hier seinen ersten Solo-Stream machen bei uns auf Lurche und Lama. Und zwar wird er euch was zu Absalom, der großen Metropole Golarions, erzählen und zum Absalom-Quellenbuch. Das ist ja
demnächst geben wird. Dazu wird er euch etwas erzählen, freue ich mich sehr drauf. Am Mittwoch gibt es schon das nächste Let's Play und das ist wieder so ein schönes Fusionsding, denn Spielleiten wird der Samuel Walter vom Herr Walter YouTube-Kanal. Die Spieler sind Tati von Herrn Walter aus dem Kanal, die Cassandra von 3P, der Jan ist dabei, der hier sitzt, und ich bin Spieler und wir spielen Cyberpunk. Also Cyberpunk Red, worauf ich mich auch sehr freue. Am Donnerstag ist großer Shiraki-Abend und zwar Shiraki and Friends. Und sie setzt sich zusammen mit Illumarie, Nerventee und dem, ich vergesse den Namen immer und immer wieder und das ist nicht gut. Wo hat sie mir das geschickt? Sie hat mir das irgendwo geschickt. Verdammt! Dem derzeitigen Artdirektor von Uhrwerk. Vince! Genau, Vince, danke. Ich war die ganze Zeit bei Fight und wusste, es stimmt nicht. Wusste, es war irgendwas mit V. Also Vince, Nerventee, Shiraki und Illumarie sitzen zusammen und erzählen sich Convention War Stories. Also sie erzählen sich, was man so als Illustrator auf Conventions so alles erlebt und erleben muss. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und am Freitag haben wir Besuch von Ulysses Gwynn. Der neue Marketing-Mensch ist da und ich unterhalte mich mit Gwynn über die kommenden 5E-Settings von Ulysses. Ihr seht, volles Programm die ganze Woche. Ich freue mich sehr darüber. Zwei Let's Plays diese Woche, finde ich auch ziemlich geil. Ich bedanke mich, dass ihr vier hier wart und das gemacht habt, ganz besonders natürlich beim Donnerhaus-Studio. Ich bedanke mich bei allen, die gespielt haben, denn Spielleiter, die keine Spieler haben, nennt man für gewöhnlich Wahnsinnige, die brabbelnd in der Ecke sitzen. Wenn sie dann auch noch verschiedene Stimmen sprechen, dann wirft man auch schnell mal den Schlüssel weg. Ich also, würde sagen, danke, ihr bewahrt mich vor der Irrenanstalt. Rollenspielgruppen, die zusammensitzen, sind gemeinsam auch nicht wahnsinnig weit davon entfernt. Hm. Es wirkt nur normaler. Also ein bisschen Wahnsinn ist, finde ich, ist ein Bonus. Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort sprechen. Ich weiß nicht, ob du weggesperrt werden wirst. Ich glaube eher, die würden eine Bühne unter dich bauen. Ja. Damit man dir besser zuhören kann. Definitiv. Du bist ein wirklich toller Spielleiter. Danke. Und ich liebe Schmerliger. Ja. Du musst mir noch eins verraten. Diese ganzen Geschichten, die du hier raushaust. Ja. Sind die improvisiert oder hast du dich irgendwann mal hingesetzt und einfach 1 Million Schmerlinger-Geschichten aufgeschrieben? Okay, es haben schon eine Menge Leute tatsächlich gefragt, auch wenn die gefragt haben, sind die ganzen Schmerlinger-Geschichten eigentlich im Abenteuer drin? Nein, sind sie tatsächlich nicht. Schmerlinger-Geschichten müssen ja immer perfekt auf die Situation passen, für die sie gedacht sind. Und da kommt man leider nicht drum herum, sie sich auszudenken. Es hilft aber eine Menge merkwürdiger, blöder und schrulliger Namen zu haben, auf die man im Zweifelsfall zurückgreifen kann. Die habe ich also meistens so irgendwo zusammengeschrieben stehen. Aber was so der Schmerlinger so für merkwürdige Bekanntschaft im Laufe seines langen Lebens gehabt hat, die ja fast alle ein tragisches Schicksal erlitten haben, das ist dann natürlich improvisiert. Ich finde, das schuldet man dann auch den Spielern, dass man sich die kreative Energie nimmt, das zu machen. Weil wenn der plötzlich irgendwas fasert, was nichts mit der Situation zu tun hat, das geht manchmal, aber dann fragt man sich auch, was das soll. Also für euren Social-Media-Account einfach den Schmerlinger der Woche. Also einfach jede Woche eine Schmerlinger-Geschichte auf Social-Media raushauen. Ich denke, das wäre etwas sehr Erfolgreiches. Würde ich an eurer Stelle drüber nachdenken. Ja, man kann ihn übrigens als Spielercharakter spielen mit dem Spielleiter Power-Up. Da ist dann auch ein Charakterbogen dann für Schmerlinger mit dabei. Das ist Blasphemie. Falls man das will. Und Schmerlinger hat eine Spezialfähigkeit, die was zu tun hat mit seinen alten Freunden. Da kannst du dann nämlich was ganz Spannendes mitmachen. Du kannst nämlich bestimmen, was die Gegner machen, wenn du ausführlich erklären kannst, was denn genau in einer ähnlichen Situation mal passiert ist und warum das jetzt vermutlich sich wiederholen wird.
Geil. Okay, Kanni, falls du zusiehst, ja, solltest du Freude schöner Götterfunken bei uns leiten. Ich spiele Schmerlinger und ich gucke mir vor unseren Stream nochmal an. Ich muss mir all diese Geschichten rausschreiben. Ich glaube, Schmerlinger zu spielen wäre für mich sowas wie Blasphemie. Ja, das schon. Das macht man nicht. Nein. Der Schmerlinger ist untrennbar mit Thorsten verbunden. Das ist einfach so. Manchmal muss man Sachen auch so lassen, wie sie sind. Und ich finde es ganz, ganz großartig. Aber ich wünsche mir von euch den Schmerlinger der Woche. Das fände ich ziemlich großartig. Oder bei irgendwelchen zukünftigen Crowdfundings so ein kleines Schmerlinger-Heft. Ja, das Stretch Goal, genau. Die 100 gute Nachtgeschichten des Korporal Schmerlinger. Das wäre ein schönes Stretch Goal für ein kommendes Crowdfunding. Und die Hymne auf CD. Eldaron hat das gerade in den Chat geschrieben, du spielst Schmerlingers Schwager. Ich fürchte, wenn wir das selber spielen, werden alle Charaktere, die hier sind, auch neu besetzt werden müssen mit Verwandten, weil auch der Swatopluk und der Sauer und die Honey waren, nein, die kann man, ja. Juti, wir schwelgen jetzt untereinander noch ein bisschen in Erinnerung. Danke, dass ihr alle zugeguckt habt. War wieder sehr voll heute und freue ich mich sehr drüber, dass auch so viele Donnerhäuser hier gewesen sind heute Abend. Liebe geht raus an das Donnerhaus. Wie beim Fußball, ne? Der sechste Spieler am Tisch in diesem Falle. Definitiv. Ist ein Schmerlinger Soundboard. Ja, hier kommen echt schöne Ideen. Soundboard mit Schmerlingerlauten. Nach Breuers Guide to Socialism, die Geschichte des Nepomuk Schmerlinger. 101 gefallene Freunde. Ja, ich sehe Potenzial. Ich sehe Potenzial. Gut, meine Lieben. Ja. Ich guck mal, ob jemand da ist, den wir gerade irgendwie raten könnten. Einfach mal schauen, wer gerade da online ist. Raiden. Ich Raiden. Raiden verstanden und dachte, es ist jetzt durch und Lama unter die Rating-Agentur. Genau, wir raiden jetzt tatsächlich. Werte mal Russland ab. Genau. Wir raiden Geekpunkt. Ich kenne die nicht, aber ich finde, wir könnten das machen. Hashtag ist Schmerlingers Grüße. Hashtag Schmerlingers Grüße, wenn ihr alle gleich rüberkommt, den werden wir jetzt raiden. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr da wart. Wie immer sage ich gleich noch ein paar dankende Worte an unsere Patreons. Wenn ihr uns übrigens unterstützen wollt, guckt doch mal auf patreon.com/lurchundlama oder auch beim Donnerhaus Patreon vorbei. Die könnt ihr nämlich auch unterstützen. Und da könnt ihr uns großen Gefallen mit tun, wenn ihr uns so ein Patreon dalasst. Ansonsten möge der Wind in eurem Rücken niemals Chlorgas sein. Ich wünsche euch einen hervorragenden Abend und jetzt noch ein paar Worte an unsere Patreons und danach der Raid. Macht's gut.